Werte Kolleginnen und Kollegen, die 42. Sitzung des Wiener Landtages ist somit eröffnet und wir können davon ausgehen, es wird auch die letzte Sitzung in dieser Legislaturperiode sein. Und so denke ich, dass wir in nicht allzu langer Ausführungen heute die an der Tagesordnung stehenden Themen abhandeln werden. Eine große Bitte hätte ich trotz Wahlkampfstress, trotz Wahlwerbung und den Notwendigkeiten, die wir alle entsprechend auch ausgesetzt sind und notwendig sind, so zu wählen, dass es Irritationen gibt. Entschuldigt sind Frau Landeshauptmann, Stellvertreterin Magister Brauner, Herr Abgeordnete Mayer und Abgeordneter Werner Lobo. Und Abgeordneter Stark hat sich bis 12 Uhr entschuldigt. Von Abgeordneten des Clubs der Wiener Freiheitlichen wurde ein Verlangen auf Einberufung einer Sitzung des Landtages zum Thema gesetzliche Garantie der sozialen Sicherheit für Wienerinnen und Wiener eingebracht. In Entsprechung des § 120 Absatz 4 der Wiener Stadtverfassung und in Zusammenhalt mit § 8 der Geschäftsordnung des Wiener Landtages wurde zu dieser Sitzung eingeladen. Die Geschäftsordnung sieht vor, dass in Sitzungen des Landtages auf Verlangen keine Geschäftsstücke verhandelt werden. Der Entfall von Fragestunde, Aktueller Stunde und dringlichen Initiativen ist in der Fraktionsvereinbarung festgeschrieben. Wir kommen nun zur Besprechung des Verlangens. Zur Begründung hat sich Herr Abgeordneter Magister Gudenus zu Wort gemeldet. Herr Abgeordneter, ich darf Ihnen das Wort erteilen und darf bemerken, dass die Redezeit auf 10 Minuten beschränkt ist. Danke, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Wir besprechen heute das Thema soziale Sicherheit, soziale Gerechtigkeit und ich will gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich glaube, es gibt viele Wienerinnen und Wiener, die ein großes Unbehagen haben, vor allem die letzte Zeit, aber nicht nur die letzten Wochen und Monate. Ein Unbehagen, Zukunftsängste. Die Menschen machen sich Sorgen. Wie geht es weiter mit dem sozialen Wohlstand, der natürlich die letzten Jahrzehnte aufgebaut wurde in dieser Stadt, in Österreich? Wie schaut es weiter aus mit der sozialen Absicherung? Wie schaut es aus mit der Stabilität in dieser Stadt oder in diesem Land? Ein Unbehagen ist vorhanden. Sorgen sind da, die Menschen haben Zukunftsängste und es ist umso bedauerlicher und traurig, dass zu diesem wichtigen Thema heute der Herr Landeshauptmann anscheinend wieder einmal nicht vorhanden ist. Er ist nicht bereit, mit uns diese wichtigen Themen zu besprechen. Er drückt sich hier vor der Konfrontation, er drückt sich vor dem Diskurs, vor dem Dialog. Das ist traurig bei so wichtigen Themen, weil sich ja Wien immer auf die Fahnen heftet, unter der SPÖ, aber auch unter der rot-grünen Stadtregierung der letzten 5 Jahre, die sozialste Stadt zu sein und den höchsten sozialen Standard zu gewährleisten. Mitnichten, meine sehr geehrten Damen und Herren, mitnichten, leider geht es immer mehr bergab. Und da werden Sie auch mit Ihren Inseraten und Plakaten nicht darüber hinwegtäuschen können, wenn der Herr Landeshauptmann Häupl hier inseriert in Tageszeitungen, dass die Wiener Sozialdemokratinnen dafür sorgen, dass Wien auch in Zukunft für alle lebenswert ist und bleibt. Da steht konkret, wir schaffen neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Das ist bewusst die Unwahrheit, meine sehr geehrten Damen und Herren. Da steht weiter, wir bauen neue Gemeindewohnungen und garantieren soziale Sicherheit. Auch das ist bewusst die Unwahrheit, weil mit 120 Gemeindewohnungen heuer werden Sie nicht weit hüpfen können, wenn Sie allein die letzten 12 Jahre überhaupt keine Gemeindewohnung gebaut haben. Das ist in Wirklichkeit unlaut, was Sie hier machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wenn Sie hier behaupten, sie garantieren soziale Sicherheit, so stimmt das nicht. Es gibt nur ein gewisses Budget, aber es gibt immer mehr Menschen, die in das Sozialsystem in Wien hineinströmen. Und hier wird nicht daran gedacht, einmal Grenzen zu setzen
oder mal wirklich abzufragen, sind diese Menschen echt verfolgte Menschen oder sind das vielleicht illegale Zuwanderer, die hier ein Stück vom Kuchen haben wollen, aber die Wienerinnen jahrelang eingezahlt haben und mittlerweile 420.000 Wienerinnen und Wiener an oder unter der Armutsgrenze leben müssen. So kann das nicht weitergehen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann nur feststellen, wenn hier seitens des Herrn Häupl und der SPÖ inseriert wird, was hier alles versprochen und garantiert wird, in einer Sache muss ich dem Herrn Häupl schon recht geben, Wahlkampf ist die Zeit des fokussierten Unsinns. Das ist ein weiterer Beweis dafür, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der fokussierte Unsinn, der hier seitens der SPÖ von sich gegeben wird. Ich rede gar nicht von den vielen Plakaten, ich rede auch gar nicht von dem Anspruch, den die rot-grüne Stadtregierung eingangs an sich gestellt hat, die sozialste Stadtregierung in Wien sein zu wollen, die es jemals gegeben hat, weil die Fakten sprechen eine andere Sprache. 150.000 Menschen ohne Job, wie gesagt, über 400.000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze, 100.000 Kinder sind betroffen. 100.000 Kinder sind von Armut betroffen und das bedeutet natürlich auch einhergehend Probleme am Bildungsweg, Daseinsängste, Ausgrenzung gesellschaftliche, all das lässt sie anscheinend kalt. Aber nein, anstatt die Armut in der Stadt vor Ort zu lösen, gehen sie her und importieren neue Armut. Sie importieren neue Armut. Sie sagen, kommt alle her, Wien ist für euch da, die Steuerzahler werden es zahlen, ihr bekommt alle Sozialleistungen. Das ist eine völlig verantwortungslose Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann doch nicht sein, dass man hier Tür und Tor öffnet, ungeprüft, egal wer kommt, ob es jetzt echte Asylwerber und Asylanten sind oder illegale Zuwanderer. Und hier sagt, das Füllhorn wird ausgeschüttet. Und da braucht man dann zu sprechen mit Dolmetschern, die am Zentralbahnhof oder Westbahnhof tätig sind, die ganz klar sagen, die übersetzen vom Arabischen ins Deutsche, maximal 20% der Menschen dort sind Syrer. Der Rest gibt es vor zu sein. Viele haben falsche und gefälschte syrische Pässe. Maximal 20%, das sagen die Dolmetscher, reden Sie mit den Menschen. Sie haben ja kein Gespür für Wien, meine sehr geehrten Damen und Herren. Kein Gespür, kein Ohr, kein Herz, keine Vernunft. Und es ist die soziale Krise in Wien natürlich hausgemacht. Ja, ich verstehe Ihre Aufregung. Ist ja ganz klar, dass Sie nervös sind. 3 Wochen bevor Ihr System der Unfähigkeit abgewählt wird. Ist ja klar, dass Sie nervös sind. Ich verstehe es ja. Überhaupt keine Frage. Aber es ist die soziale Krise in Wien. Sie ist hausgemacht. Sie haben die letzten Jahre mutwillig, nicht nur fahrlässig, sondern mutwillig den Standort Wien geschädigt. Den wirtschaftlichen Standort Wien geschädigt. Das geht natürlich auch Hand in Hand mit einer Armutsgefährdung der Menschen und mit einem Verlust der Arbeitsplätze. Sie haben durch eine unmenschliche Belastungspolitik mutwillig die Menschen in die Armut getrieben. Ja, das ist Ihre Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und Sie haben durch eine ungerechte und eigentlich unsoziale Umverteilungspolitik immer mehr Menschen in Wien in die Armut getrieben und sie stellen Wien dar als Magnet für weitere Zuwanderung ins Sozialsystem. Damit muss Schluss sein und ein Bürgermeister Hartzi Strache wird der Erste sein, der hier Politik für die Wiener und Wiener sicherstellt. Allein die dauernden Gebührenerhöhungen, wo wir heute mit einem Antrag auch fordern werden, endlich einmal das Valorisierungsgesetz auszusetzen. Das Valorisierungsgesetz hier im Sinne der Menschen, ja, dass die keine Belastungen mehr folgen, auszusetzen. Diesen Antrag werden wir heute stellen. Da wurden die Menschen durch wirklich unmenschliche Gebührenbelastungen in die Armut getrieben. Mehr als 30% im Schnitt wurden die Gebühren erhöht. Ist das eine soziale Politik für die Menschen? Jetzt schauen viele in die Unterlagen, keine Reaktion. Ist das sozial? Das ist vollkommen unsozial. Eine Mischung aus unsozial und asozial haben wir in der rot-grünen Staatsregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch damit wird Schluss sein am 11. Oktober. Und wenn wir von der sehr wichtigen und sehr sensiblen Flüchtlingsthematik sprechen, so muss man hier mit einigen Missverständnissen aufräumen. Es wird immer von Flüchtlingen gesprochen, aber niemand differenziert, sind das echte Flüchtlinge oder sind es illegale Zuwanderer. Es wird immer davon gesprochen, man muss Mitgefühl und Mitleid haben.
gastfreundlich sein. Ja, natürlich, Wien war immer gastfreundlich, darauf können wir stolz sein. Die Menschen in Wien sind gastfreundliche Menschen. Aber vor lauter Mitgefühl und Mitleid darf man doch bitte nicht die Vernunft und den Verstand einfach ausschalten. Das mahnen wir ein. Mehr Vernunft, mehr Hausverstand, mehr Gespür für Wien, echtes Gespür für Wien ist notwendig, um mit dieser Materie auch sorgsam umzugehen. Aber leider ist der Verstand und die Vernunft in den letzten Wochen zu kurz gekommen. Und Sie denken ja auch überhaupt nicht an, angesichts dieser Krise bezüglich illegaler Zuwanderung und dieser ganzen bewussten Unwahrheiten, die Sie hier verbreiten mit Ihren roten Schildern, vergessen Sie die Verkraftbarkeit dieser Materie der Bürger. Denken Sie an die Bürger. Ist es weiter möglich, ein Sozialsystem sicherzustellen, wenn immer mehr Menschen zuwandern? Die Armut wird weiter steigen, die Arbeitslosigkeit wird weiter steigen. Es gibt immer mehr Obdachlose in Wien, die 4 Euro bekommen. Die Soldaten an der Grenze haben nicht die Gelegenheiten zu schlafen, wie es manche andere bekommen, die über die Grenze kommen. Egal, ob legal oder illegal. Wo bleibt denn hier die Gerechtigkeit und wo wird hier endlich einmal auch die Verantwortung der Europäischen Union eingemahnt, die vollkommen versagt? Ein Total der Europäischen Union und eine Bundeskanzler Faymann und eine Frau Merkel, die hier sichtbar ist. Und Sie haben ja nicht zuletzt, um wieder auf Wien zurückzukommen, den Heizkostenzuschuss einfach ersatzlos gestrichen in Wien. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn das soziale Politik sein soll, dann weiß ich nicht. Es ist Zeit für einen Wandel in Wien. Es ist Zeit für Veränderungen in Wien. Am 11. Oktober haben die Wienerinnen und Wiener Gelegenheit, für eine bessere Zukunft in Wien zu stimmen. Und wir machen den vernünftigen Sozialdemokraten in Wien ein Angebot, sich zurückzubesinnen auf die Politik für Österreicher, wie es der Herr Niestl im Burgenland gemacht hat. Die vernünftigen Sozialdemokraten haben die Gelegenheit, nach dem 11. Oktober auch die Partei in Wien auf den richtigen Kurs zu bringen, so wie Herr Landeshauptmann Niestl im Burgenland, wo eine rot-blaue Koalition möglich gemacht wurde, aber in Wien unter einem blauen Bürgermeister. Dafür werden wir eintreten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Abgeordneter Gutenus, Sie haben eröffnet, Sie haben den ersten Ordnungsruf verdient. Eine soziale Stadtregierung geht natürlich ganz und gar nicht. Zu Wort gemeldet hat sich Frau Stadträtin Sonja Weseli. Bitte, Frau Stadträtin. Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, der Landeshauptmann dieser Stadt und dieses Bundeslandes hat ein Wort geprägt, das offensichtlich für heute auch wieder gilt, nämlich dass Wahlkampf die Zeit der fokussierten Unintelligenz ist. Trotzdem bin ich aufgrund der Brisanz des Themas und der Wichtigkeit für diese Stadt überzeugt davon, dass wir diese Debatte sachlich, ernsthaft, ehrlich und wahrhaftig führen sollten. Und wenn es heute hier bei diesem Landtag um die Garantie von sozialer Sicherheit für die Wienerinnen und Wiener geht, dann wissen alle, insbesondere jene Fraktionen dieses Hauses, zu denen die FPÖ nicht gehört, die eine Reihe von Sozialleistungen in der letzten Legislaturperiode beschlossen haben, dass diese Stadt eine soziale Stadt ist. Wir haben gemeinsam in dieser Koalition die höchste Mindestsicherung beschlossen. Wir haben hier gemeinsam die Wiener Energieunterstützung beschlossen, die was anderes ist als ein Almosen, sondern gerade jenen Familien, ganz besonders Alleinerzieherinnen mit mehreren Kindern, aber gerade auch Pensionistinnen und Pensionisten, wirklich hilft, wenn sie gefährdet sind von Energiearmut.
Und wir haben eine Reihe anderer Dinge beschlossen. Wir haben in den letzten Jahren 36 Pflegewohnhäuser neu errichtet oder generalsaniert. Und die Wienerinnen und Wiener wissen, dass sie sich auf diese Stadt verlassen können. Die Wahrheit der FPÖ ist vielmehr, dass all jene Maßnahmen, die notwendig sind für soziale Sicherheit und für das Miteinander, von der FPÖ abgelehnt werden. So möchte ich nur einige erwähnen, wie zum Beispiel, dass die FPÖ im Dezember 2014 gegen die Erhöhung des Pflegefonds gestimmt hat, dass die FPÖ gegen die Einführung der Mindestsicherung gestimmt hat, dass die FPÖ im Parlament gegen das Gesetz, das Lohndumping vorbeugen soll, gestimmt hat, dass im Europäischen Parlament gegen die Stimmen der freiheitlichen Abgeordneten die europäische Jugendbeschäftigungsgarantie beschlossen wurde, dass die FPÖ gegen das Gratis-Kindergartenjahr war, dass die FPÖ gegen Unterstützung beim Jobwiedereinstieg ist und dass die FPÖ auch gegen die Energieunterstützung in unserer Stadt war. Auf der anderen Seite gibt es ein einziges Thema, das die FPÖ zum Leib- und Lebensthema ihrer Existenzgrundlage macht, und das ist Menschen gegeneinander aufhetzen. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte diese heutige Sitzung dazu nutzen, mich zu bedanken bei den Gemeindebediensteten dieser Stadt, die in ihrer Tätigkeit oder ehrenamtlich in den letzten Wochen Herausragendes und Hervorragendes für die Menschlichkeit in dieser Stadt geleistet haben. Ich möchte mich bedanken bei den NGOs, beim Samariterbund, bei der Volkshilfe, bei der Caritas, bei den Maltesern, bei den Samaritern, die in unglaublichem Engagement in dieser Stadt gemeinsam mit der Stadt für Menschen da sind, die geflüchtet sind vor Krieg, vor Terror, vor der Bedrohung ihres Lebens. Ich möchte mich aber ganz besonders bedanken bei den vielen, vielen Wienerinnen und Wienern, die einfach von sich aus hervorragend organisiert durch Train of Hope in dieser Stadt wissen, was Haltung und was Charakter ist. Und ich lade alle die, und ich bin überzeugt davon, dass es ausschließlich Redner der Freiheitlich sein werden, die heute hier vom Rednerpult diffamierend sprechen über Menschen, die hier zum Großteil auf der Durchreise sind, die lade ich ein, diese Familien anzuschauen. Die lade ich ein, zu sehen, wie es Menschen geht, die auf der Flucht sind. Ich bin daneben gestanden am Sonntag, als ein afghanischer Flüchtling den Telefonanruf erhalten hat, dass sein Vater von den Taliban ermordet wurde. Richtigerweise war dort der psychosoziale Dienst der Stadt Wien und konnte sich sofort um diesen Mann kümmern. Und wir haben ein sehr strenges Asylrecht. Und es ist jetzt schon so, dass Asyl selbstverständlich auf Zeit vergeben wird. Entweder durch subsidiären Schutz, der sowieso nur auf 1 oder 2 Jahre vergeben wird, oder wenn der Asylgrund wegfällt, ist es natürlich so, dass Individualprüfung möglich ist. Jetzt geht es aber schon ganz klar darum, dass in dieser Stadt eines ganz klar ist, nämlich dass Menschen, die flüchten, dass Menschen die Lebenssituationen Krieg und Terror vorfinden, die wir bestenfalls aus dem Geschichtsbuch oder aus den Medien kennen, dass in dieser Stadt eines ganz klar ist, dass hier das Management funktioniert, weil in Wien die Stadt
funktioniert und dass an der Seite dieses Stadtmanagements tausende Wienerinnen und Wiener sind. Und das ist der Charakter, das ist die Haltung und das ist das Rückgrat dieser Stadt. Und dafür vielen herzlichen Dank. Als nächster Redner hat sich zu Wort gemeldet der Abgeordnete Seidel. Ich darf es Ihnen erteilen und darf noch darauf hinweisen, dass die Erstredner jeder Fraktion 30 Minuten die Redezeit beträgt und jeder weitere Redner ist mit 15 Minuten begrenzt. Bitte, Abgeordneter. Danke, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Stadträtin, meine Damen und Herren. Das hat sich heute schon sehr nach Abschlussrede angehört. Sehr geehrte Frau Stadträtin, in 20 Tagen wird es dann soweit sein. Allerdings ganz spannend war eines, was Sie da von sich gegeben haben, relativ zu Beginn, indem Sie die Auszahlung von Sozialleistungen mit Almosen gleichgesetzt haben. Spannende Ansage, ja. Wie gesagt, den Heizkostenzuschuss haben Sie ja ersatzlos gestrichen. Sie haben ihn allerdings, so wie Sie das jetzt gerade von sich gegeben haben, jahrelang anscheinend als Almosen ausbezahlt. Gut, das muss man jetzt wirken lassen, ist so. Vielleicht noch einmal zu dem Thema der heutigen Sonderlandtagssitzung. Die gesetzliche Garantie der sozialen Sicherheit für Wienerinnen und Wiener. Diese, meine Damen und Herren, ist leider heute aktueller denn je. Und besonders erschreckend ist es ja eigentlich, dass wir überhaupt so eine Sonderlandtagssitzung einbringen müssen. Und mein Klubobmann, der Magister Gudenus, hat es ja schon gesagt, weder der Bürgermeister noch die beiden Vizebürgermeisterinnen scheinen Zeit zu finden, so einer wichtigen Sitzung zu folgen. Aber wie gesagt, das müssen Sie mit sich ausmachen. Ja, besonders wichtig ist die Sitzung auch aus dem Grund, weil man ja die politischen oder die politisch handelnden Personen in dieser Stadt kennt, von Rot und Grün. Ja, meine Damen und Herren, und was mich persönlich und auch viele Wienerinnen und Wiener eigentlich mehr oder weniger aufrecht hält, ist die Tatsache, dass in 20 Tagen dieser rot-grüne Spuk vorbei ist. Sie werden jetzt in 6 Tagen in Oberösterreich eine politische Ohrfeige bekommen. Sie werden dann in 20 Tagen hier in Wien die zweite bekommen. Und eines verspreche ich Ihnen, mit dem neuen Bürgermeister Heinz-Christian Strache wird einiges besser werden, liebe Freunde. Sie werden, meine Damen und Herren, unter anderem auch die Rechnung dafür... Bitte? Herr Kollege, das weiß ich nicht, ob ich in Ibiza Gemeinderat vor allem sind. Das wissen vielleicht Sie. Meine Damen und Herren, am 11. Oktober werden Sie vom Wähler auch die Rechnung dafür präsentiert bekommen, für das Versagen Ihrer verfehlten Einwanderungs- und Zuwanderungspolitik. Denn seit Wochen und Monaten erleben wir einiges, dass illegal einwandernde Menschen aus aller Herren Länder zu uns kommen. Es wird das geltende EU-Recht, Stichwort Dublin-Vereinbarung, mit Füßen getreten. Es wird nicht durchgesetzt. Und dann erzählt man uns noch seitens der Roten, der Grünen, aber auch der ÖVP, dass das Boot noch lange nicht voll ist. Meine Damen und Herren, ich frage mich, wenn ich dann sowas höre, ob Sie das eigentlich ernst meinen. Bei den Grünen befürchte ich es, Sie meinen es ernst. Bei den Genossen bin ich mir da oft nicht so sicher, denn wenn man mit ihnen unter vier Augen spricht, hört man da doch sehr oft, eigentlich habt ihr ja recht, aber nicht böse, wir dürfen das einfach so nicht sagen. Frau Kollegin, es ist so und Sie wissen es ja ganz genau, dass es so ist. Sie wissen es ja ganz genau, dass es so ist. Meine Damen und Herren, Anfang voriger Woche, ich bin ja vielleicht der eine oder andere wird es wissen, der freiheitliche Bezirksobmann der Leopoldstadt, hat sich bei uns in der Leopoldstadt etwas ergeben. Jetzt wissen Sie es. In einer Nacht- und Nebelaktion wurde das Ferik-Dussiger-Stadion besiedelt, nenne ich es jetzt einmal, mit hunderten Flüchtlingen. Das war dann bis am Donnerstagabend der Fall. Und dann kam eine Meldung, dass das Quartier in Reserve erhalten bleibt und seit vorgestern, glaube ich, ist dieses Quartier jetzt wieder bevölkert
in einer Nacht- und Nebelaktion. Es wurden also in einer Nacht- und Nebelaktion Sportler durch Flüchtlinge ersetzt. Meine Damen und Herren, das ist hier Spür für Wien. Und es ist schön, dass der Herr Sportstadtrat, der Herr Nochrat Oksanitsch, heute ebenfalls anwesend ist. Denn er hat vor einiger Zeit einen sehr, sehr klugen Satz gesagt, den ich zu jeder Tages- und Nachtzeit auch unterschreiben würde. Sportstätten sind die Arbeitsplätze unserer Talente und Spitzensportler. Meine Damen und Herren, jetzt haben Sie das Ferit-Ussiger-Stadion genommen und dort die Sportler ausquartiert. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, wer dort aller Sportler. Das sind unsere jungen Nachwuchssportlerinnen und Sportler, die sich unter anderem darauf vorbereiten, auf die österreichische Meisterschaft im Kunstturnen. Vielleicht wissen Sie das, sehr geehrter Herr Stadtrat. Wissen Sie, wo die heute trainieren? Sie können nirgends mehr trainieren. Die Staatsmeisterschaft ist für diese jungen Nachwuchssportler erledigt. Nein, die helfen dort. Herr Kollege, wissen Sie, was Sie allerdings machen könnten, meine Damen und Herren der Sozialdemokratie? Sie könnten Ihre zahlreichen verwaisten Sektionslokale der SPÖ öffnen. Das wäre zum Beispiel eine Idee. Das wäre Spür für Wien, sehr geehrter Herr Stadtrat. Dort geht ja sowieso kein Mensch mehr rein. Die wandern ja sowieso in Kolonnen alle zu uns. Die sind ja sowieso verwaist. Dort könnten Sie all jene aufnehmen, die Sie aufnehmen möchten. Da habe ich allerdings noch nichts gehört von Ihnen. Da ist dann großes Schweigen. Ich möchte Ihnen jetzt allerdings auch ein wenig etwas erzählen über eine persönliche Erfahrung, denn man liest und hört ja so viel über die Zustände am Westbahnhof. Und wir haben jetzt vor knapp eineinhalb Wochen, also knapp bevor die ungarische Regierung die Grenzen zugemacht hat, habe ich mir das wirklich vor Ort angesehen, an einem Nachmittag. Habe dort dann den Trubel gesehen, der dort herrscht. Und habe dann unter anderem zwei Fernsehteams entdeckt. Zwei deutsche Fernsehteams, die allerdings nicht das gemacht haben, wozu sie wahrscheinlich dort gewesen wären, gefilmt haben oder irgendwelche Interviews gemacht haben, sondern sie sind dort eigentlich, ja, kann man sagen, relativ gelangweilt herumgesessen, haben dort im Nichtraucherbereich einen nach der anderen geraucht. Ja, und denen war offensichtlich fad, obwohl dort ein Riesentrubel war. Ich habe mir gedacht, das kann es doch irgendwie nicht sein. Und bin dann als netter, höflicher Mensch hingegangen und habe gefragt, warum sie denn hier seien. Und sie haben mir gesagt, sie haben den Auftrag vom Chefredakteur, Familien zu filmen, die hier ankommen. Wie gesagt, dort waren hunderte Menschen am Westbahnhof. Und da bin ich dann das erste Mal wirklich auch bewusst, habe ich mir das dann angesehen, meine Damen und Herren. Dort waren zu 98% junge Männer. Dort habe ich eventuell 10 Frauen gesehen. Und meine Damen und Herren, ich habe dort kein einziges kleines Kind gesehen. Die Familien, die Sie immer daherschreiben, meine Damen und Herren, die kommen man nicht an in Wien. Das sind junge Männer, die hier ankommen. Und jene Personen, die dann hier sind, kann ich Ihnen ganz kurz vorlesen. Und da musst du nicht lange im Archiv suchen. Wer gestern die Kronenzeitung gelesen hat, kann auf Seite 15 nachlesen. Da lese ich Ihnen das ganz kurz vor. So kam es Freitag in Nickelsdorf, Burgenland, also noch nicht Wien, das kommt dann noch, zu einer Auseinandersetzung zwischen Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien. Und in den Flüchtlingsheim in Wien-Erzberg gerieten sich zwei Asylwerber aus dem Irak in die Haare. Am Ende zückte der 24-Jährige ein Messer und stach wie von Sinnen auf den 31-Jährigen ein. Der Gewalttäter hatte übrigens 1,56 Promille Intus. Meine Damen und Herren, das sind die Familien, die Sie hier aufnehmen. Der Iraker, der nicht nur mit dem Pfeil relativ schnell sein dürfte, sondern sowieso auch schon da bummvoll angesoffen war, mit 1,56 Promille im Flüchtlingsheim in Wien-Erzberg. Meine Damen und Herren, ich brauche mich da nicht sinnieren, weil das ist Faktum. Das sind Fakten. Sei es drum. Meine Damen und Herren, nach meinem Besuch am Westbahnhof habe ich dann ein paar Tage später mit einigen mir bekannten Polizisten gesprochen, die unter anderem auch dafür zuständig sind, um Asylanträge anzunehmen. Und die haben mir dann einiges sehr Interessantes gesagt. Also in den Medien geisterte immer herum, jeder, der nach Wien kommt,
möchte sofort weiterreisen nach Deutschland. Das stimmt so nicht ganz. Nein, ungefähr 20% der hier Ankommenden stellen auch einen Antrag auf Asyl. Naja, wenn gestern 20.000 gekommen sind, das kann man sich relativ leicht ausrechnen. Gut, gestern. Und meine Damen und Herren, warum habe ich das jetzt erwähnt? Das habe ich aus dem Grund erwähnt, weil ja Rot und Grün uns immer erklären, dass gerade die Syrer so unglaublich toll ausgebildet sind. Die Polizisten erzählen mir da etwas ganz, ganz anderes. Dass 10-15% erzählen mir die Polizisten weder lesen noch schreiben können. Das dürfte so sein. Achso, sehr geehrte Frau Stadträtin, wollen Sie mir jetzt sagen, dass die Polizisten nicht lesen und schreiben können, oder wie? Okay, gut. Wahrscheinlich wird es dann auch jetzt so sein. Die Polizisten sind die Bösen jetzt. Ja. Und Sie erzählen uns ja dann, wie gesagt, immer, das sind so top ausgebildete Damen und Herren, die da aus Syrien kommen. Das sind Leute, die unglaubliche Fremdsprachenkenntnisse haben. Wenn man allerdings ein wenig die Geschichte Syriens sich anschaut, wird man entdecken, dass bis ins letzte Jahrhundert Syrien sowohl von den Engländern, also den Briten, als auch von den Franzosen besetzt worden. Ja, oh ja. Aber sei es drum, lesen Sie nach. Und das ist der Grund, warum selbstverständlich auch sehr viele der Syrer sowohl Englisch können als auch Französisch können. Aber Sie glauben wahrscheinlich noch immer, dass alle, die daherkommen, die gut ausgebildeten syrischen Top-Manager sind, die Gehirnchirurgen, die alle dann zu uns kommen. Ja, wie gesagt, ich habe Ihnen soeben vorgelesen, was gestern in der Kronenzeitung gestanden ist. Wie sich. Herr Abgeordneter, darf ich Sie kurz unterbrechen, meine Damen und Herren? Es ist so laut im Saal, man versteht eigentlich nichts. Und ich würde bitten, dass man die Zwischenrufe da ein bisschen, wenn schon, aber nicht gemeinsam. Und weil die einzelnen Zwischenrufe werden die Stenografen auch Schwierigkeiten haben, sie festzuhalten. Bitte, Abgeordneter. Danke, sehr geehrter Herr Präsident. Ja, ich möchte fortfahren, denn einiges hat ja mein Klubobmann, der Magister Gutenhoff, bereits gesagt, wie es dann bei uns derzeit in Österreich aussieht mit dem Sozialwesen. Wir haben einen Arbeitslosenrekord in Wien, meine Damen und Herren. Die aktuelle Zahl ist 141.082. Die aktuelle Zahl mit Beginn dieser rot-grünen Regierung war 71.448. Das heißt, Rot und Grün hat es geschafft, innerhalb von 5 Jahren die Arbeitslosigkeit zu verdoppeln. Das ist wirklich eine Kunst, die sonst natürlich kein Bundesland zusammengebracht hat. Wien und der Rot-Grün schafft es. Meine Damen und Herren, ganz zu Beginn habe ich auch kurz über den Heizkostenzuschuss gesprochen. Wurden im Wahljahr 2009, 2010 noch 200 Euro an Heizkostenzuschuss ausbezahlt. So hat es die rot-grüne Regierung sofort nach der Wahl dann ein Jahr später halbiert auf 100 Euro und das Jahr darauf dann überhaupt ersatzlos gestrichen. Und wir haben noch immer die Situation, dass die Ärmsten der Armen in Wien heute keinen Heizkostenzuschuss bekommen. Oder nehmen wir den Rekord der Mindestsicherungsbezieher. 65% der Mindestsicherungsbezieher in Österreich kommen aus Wien, meine Damen und Herren. Die aktuellste Zahl, die uns vorliegt, mit Stand 31.12.2014, sind 162.152. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wer sind diese Personen? Wir haben uns das aufschlüsseln lassen. 61.32% sind Österreicher. 6.88% sind EU-Bürger. Und meine Damen und Herren, 31.8% sind Drittstaatsangehörige. Auch das ist Fakt, meine Damen und Herren. Und der Magister Gutenhoff hat es ebenfalls schon gesagt, über 400.000 Wienerinnen und Wiener leben derzeit unter der Armutsgrenze. 100.000 Kinder leben unter der Armutsgrenze. Und das sind keine Zahlen, die wir freiheitlich erfunden haben. Das sind Zahlen der Caritas Wien. Und ich glaube, der Caritas Wien kann man ganz bestimmt nicht unterstellen, dass sie eine freiheitliche Vorfeldorganisation ist. Meine Damen und Herren, das ist die Bilanz, die Sie zusammengebracht haben. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, stundenlang erzählen, was Sie sonst noch alles planen. Unter anderem möchte die Frau Stadträtin Wessely ja 10% der Ärzte reduzieren in Wien. 10% der Ärzte
rauswerfen. Ja, und so weiter und so fort. Ein kurzer Auszug vielleicht auch noch aus der sogenannten Häupl-Belastungsbilanz, was denn alles teurer geworden ist in einer unverschämten Art und Weise. Die Kurzparkscheine um 150%, die Tarife für die städtischen Bäder um 52% und so weiter und so fort. Wassergebühren 39%, Müllgebühren 40%. Ich könnte es jetzt stundenlang fortführen. Eines habe ich noch, den wirklich Ärmsten der Armen in unserer Stadt. Da gibt es dieses Projekt Wiederwohnen. Wiederwohnen bietet jenen Menschen, die obdachlos waren, eine Wohnmöglichkeit. Ein ganz ein kleines Zimmerl, und ich habe mir das selbst angesehen, im dritten Bezirk in der Gänsbacher Gasse. Das ist ein Zimmerl, das hat 6 Quadratmeter, meine Damen und Herren. Und wissen Sie, was die Stadt Wien dafür verlangt? Man würde es nicht glauben. 192 Euro. Das heißt, aber pro Monat, also nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Meine Damen und Herren, Sie erlauben sich bei den wirklich ärmsten Armen, bei Leuten, die bis vor kurzem obdachlos waren, einen Quadratmeterpreis von über 30 Euro zu verlangen. Das verlangt man heute, ich weiß nicht, vielleicht am Graben, vielleicht in der Kärntnerstraße, aber ganz bestimmt im dritten Bezirk in der Gänsbacher Gasse. Aber mit diesen Leuten können Sie es ja machen. Das sind die ärmsten der Armen, und die setzen auf uns, meine Damen und Herren. Und die wissen auch ganz genau, was sich in 20 Tagen ändern kann und ändern wird. Und ich möchte ganz zum Abschluss, bevor ich jetzt noch 3 Anträge einbringe, einfach sagen, dass es Zeit wird für eine Veränderung. Der 11. Oktober ist der Stichtag, auf den sehr, sehr viele Wienerinnen und der Heinz-Christian Strache, meine Damen und Herren, wird vieles besser. Sie lachen jetzt noch. Ja. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Sie das nächste Mal da noch herinnen sitzen werden. Schauen wir mal. Meine Damen und Herren, ganz zum Schluss, wie gesagt schon, wie angekündigt, 3 Beschlussanträge. Der erste Beschlussantrag, der Landtag möge beschließen. Der Herr Landeshauptmann möge erstens in den Verhandlungen mit dem Bund die Erhöhung der Kostensätze ablehnen, die Leistungen des Landes Wien auf das gesetzlich unumgänglich Nötige reduzieren, Geldleistungen an Asylwerber durch Sachleistungen ersetzen und dafür sorgen, dass die Niederlassungsquote gemäß Niederlassungsverordnung der Bundesregierung nicht überschritten wird. In formeller Hinsicht, meine Damen und Herren, wird die sofortige Abstimmung verlangt. Der zweite Beschlussantrag lautet, der Landtag möge beschließen, die Landesregierung möge umgehend dem Landtag einen Gesetzesentwurf zuleiten, demzufolge Sozialleistungen ausschließlich österreichischen Staatsbürgern, EU-Bürgern und sowie Personen mit einem positiven Asylbescheid zuerkannt werden. Die Leistungen an Drittstaatenangehörige sind dabei in erster Linie als Sachleistungen zu erbringen. In formeller Hinsicht beantragen wir ebenfalls die sofortige Abstimmung dieses Antrages. Und der dritte Antrag, meine Damen und Herren, mit der Abschaffungsgesetze, ganz kurz an, dieser lautet wie folgt. Der Landtag wolle beschließen, der Wiener Landtag spricht sich ausdrücklich für die sofortige Abschaffung des Wiener Valorisierungsgesetzes aus, in formeller Sicht sofortige Erlangung. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, in 20 Tagen ist der rot-grüne Spuk vorbei und das ist gut für Wien. Danke. Danke. Als nächster zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Korosek. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Landesrat, ist offenbar im Moment nicht da. Hohes Haus, ja. Die ÖVP bekennt sich mit Nachdruck zu notwendigen Sozialausgaben
aber fit für soziale Leistungen Menschen gegenüber, die Unterstützung benötigen. Und dies gilt im Besonderen für Wienerinnen und Wiener. Und ich gehe davon aus, dass das ein Credo ist, welches für alle anwesenden Parteien jetzt gilt, aber auch in Zukunft und in der kommenden Legislaturperiode so sein wird. Diese Grundeinstellung, meine sehr geehrten Damen und Herren, auf welche unser gemeinsames Europa, unsere Heimat Österreich und im Besonderen unsere Heimatstadt Wien basiert, ist eine selbstverständliche und an dieser darf auch nie gerüttelt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Sozialbudget in der vergangenen Periode, 30% hat schon erwähnt, wir haben eine Reihe von Sozialmaßnahmen beschlossen und sind auch überzeugt, dass es richtig ist. Aber es entspricht nicht dem Credo der ÖVP Wien. Nicht, dass wir diese Sozialausgaben nicht leisten wollen, sondern warum wir sie leisten müssen. Wir müssen sie nämlich leisten, weil wir in der rot-grünen Regierung eine Wirtschaftspolitik haben, die eben das alles erforderlich macht. Und das ist der dringende Grund. Und da hat es an vielen gefehlt. Denn bemerkbar ist, dass die rot-grüne Wirtschaftspolitik der letzten Jahre wohl kaum einen Vergleich mit anderen Metropolen standhält. Ich vergleiche nur Wien mit München. Seit München von unserer Schwesterpartei CSU die Geschicke der Stadt in die Hand genommen hat, ist München wirtschaftlich aufgeblüht und hat sich international wieder positionieren können. Im Jahr 2005 hatte Wien 1,5 Milliarden Schulden. München hatte damals 3,4 Milliarden. Im Jahr 2014 kann die Lage beider Metropolen kaum unterschiedlicher sein. Wien hat ohne die ausgelagerten Schulden, die ja auch fast so hoch sind wie die Schulden, die ausgewiesen sind, 4,8 Milliarden Euro Schulden. Und München, siehe da, hat nicht einmal eine Milliarde, also 900 Millionen Schulden. Es ist also möglich, wenn man nur will, oder Herr Kollege, wenn man auch kann, vielleicht hören Sie zu, vielleicht können Sie was lernen. Und gerade dieses Können kann man von den Damen der rot-grünen Regierungspartei wohl nicht feststellen. Wien ist davon vom Aufblühen entfernt, meine Damen. Ich bin eine Pragmatikerin. Was soll ich 20 Tage vor einer Veränderung? Warum soll ich jetzt lang die Arbeitslosenzahlen und so weiter, das alles passiert? Ich weiß, dass wir ungefähr 25.000 Menschen pro Jahr einen Zuzug haben, dann muss schon die Frage erlaubt sein. Und für mich ist es genauso unerträglich wie für die Menschen, die sich derzeit auf Jobsuche befinden. Für diese, und das ist unser Auftrag, für diese Menschen sollten wir da sein und Lösungen finden. Und die Wienerinnen und Wiener, meine Damen und Herren, haben es sich nicht verdient, von Politikern regiert zu werden, die einen wirtschaftlichen Rückgang akzeptieren und konzeptlos in die Zukunft marschieren wollen. Die Ära Rot-Grün, meine Damen und Herren, hat dem Wirtschaftsstandort gewaltig geschadet, auch wenn die vorhergehenden Legislaturperioden unter Bürgermeister Häupl auch nicht gerade großartig waren. Und der Höhepunkt 2014
Wien als Spitzenreiter bei der schlechtesten Wirtschaftsentwicklung mit einem Schrumpfjahr von 0,2%. Aber, und das ist das Dramatische, und daher bringe ich das so, die wirtschaftliche Entwicklung hat einen entscheidenden Einfluss auf alle Politikfelder, wie Soziales, Gesundheit, Infrastruktur, Einkommensentwicklung und so weiter. Und daher ist eine positive Wirtschaftsentwicklung für die Lebensqualität der Bevölkerung ganz, ganz entscheidend. Die rot-grüne Regierung hat die Wirtschaft systematisch beschädigt. Und daher ist in Zukunft nichts anderes zu erwarten und ein Kurswechsel ist notwendig. Denn das einzige Konzept, das Sie in der letzten Legislaturperiode hatten, war, die kommunalen Abgaben zu erhöhen und somit die Wienerinnen und Wiener noch mehr zu schröpfen. Und daher werden wir auch dem Valorisierungsgesetz, die Abschaffung, der Antrag, den jetzt gerade von Abgeordneten Seidel eingebracht wurde, werden wir das auch unterstützen. Und wir werden auch den Sozialantrag, der eingebracht wird, unterstützen. Ich möchte es gar nicht auch wieder aus Zeitgründen, gar nicht auf die ganzen Erhöhungen, ich könnte jetzt auch wieder, der Kollege Seidel auch angeführt hat, könnte jetzt so viel wieder anführen. Sie wissen es alle, Herr Kollege, Sie wissen es. Bitte? Haben Sie, ich bin, wissen Sie, ich würde immer sagen, man soll dort aktiv sein, wo man tätig ist. Auch wir sind hier in Wien, wir sind hier für die Wienerinnen und Wiener verantwortlich und wir haben hier zu handeln. Ich erspare mir da jetzt einiges, ja. Aber grundsätzlich kann ich Ihnen nur sagen, das Versagen der Wirtschaftspolitik ist wirklich eklatant. Und natürlich hängt das doch damit zusammen mit der fehlenden Arbeitsplätzen. Und dann muss man eben mit Sozialleistungen den Menschen unter die Arme greifen. Und das war die einzige Maßnahme. Bitte? Na, Sie kommen ja, Frau Kollegin, nehme an, Sie haben sich zu Wort gemeldet und, oder die Frau Kollegin Hebein wird dann darauf eingehen. Und ich kann nur sagen, die Politik, die jetzt 5 Jahre gerade in der Wirtschaftspolitik gemacht wurde, meine Damen und Herren, dafür müssten Sie sich schämen. So sieht soziale Politik und soziale Sicherheit bestimmt nicht aus. Aber wie schon gesagt, in 20 Tagen haben die Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, Rot-Grün abzuwählen und die Karten werden neu gemischt. Meine Damen und Herren, und jetzt einige Sätze zur Flüchtlingssituation. Was wir in den letzten Wochen erleben mussten, kann niemanden kalt lassen. Unendliches Leid vieler Menschen, die auf der Flucht sind und die um ihr Leben laufen. Dank und ein rasches Handeln war gefragt. Und Herr Bürgermeister, Sie sind zwar heute nicht da, was zu bedauern ist, aber Sie haben in der Situation, wie es notwendig war, nicht gezögert. Dank der Zivilgesellschaft, die unglaublich erstarkt ist, dank allen Hilfsorganisationen, dank der Polizei, dem Bundesheer, den Mitarbeitern in den Ministerien, dank an die Innenministerin Michi Leitner. Hier wird hervorragende Arbeit geleistet. Aber bei allem sozialen Druck muss klar sein, es ist nicht möglich, jeden Menschen, der zu uns will, aufzunehmen. Ein klares Ja zu allen tatsächlichen Kriegsflüchtlingen. Aber ein klares Nein für all jene, die im Windschatten der Kriegsflüchtlinge aus wirtschaftlichen Gründen nach Wien kommen würden.
Und es ist notwendig, dass die EU rasch handelt. Sie hat etwas vorzugeben und nicht auf der Stelle zu treten. Und das gilt auch für die Bundesregierung. Und ich bin sehr froh, dass es hier Ansätze gibt, gerade von der Frau Innenminister. Hier sind klare Maßnahmen zu setzen. Und damit komme ich auf den Beginn meiner Rede zurück. Da ist natürlich die Flüchtlingsfrage ein wichtiger Faktor. Für alle Fraktionen, die hier im Land Wien vertreten sind, muss es selbstverständlich sein. Für die Bevölkerung in Wien muss eine gesetzliche Garantie auf soziale Sicherheit geben. An Eckpfeilern unserer Gesellschaft darf und kann jetzt und auch in Zukunft nicht gerüttelt werden. Als nächster zu Wort gemeldet hat sich Frau Abgeordnete Hebein. Bitte, Frau Abgeordnete. Werter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch auf der Galerie, das Allerwichtigste vielleicht gleich vorweg. Es ist im Grunde völlig unbedeutend, was FPÖ-Politiker hier von sich geben, weil das Land sich gerade so dermaßen verändert, weil wir einen Sommer der Solidarität erleben, weil wir einen Sommer des Aufbruchs erleben und da gibt es kein Zurück mehr. Es mag sein, dass die Stimmung wieder kippt und irgendwann die Angst vor dem Fremden oder die Angst vor dem, was auf uns zukommt, weil so viel in Bewegung ist. Es mag sein, dass das irgendwann überwiegt und kippt. Es mag sein, dass die FPÖ-Politiker in ihrer Angst es schafft, mit völligen hetzerischen Parolen diese Angst zu fördern. Es mag sein, dass sich das noch nicht beim Wahlergebnis am 11. Oktober zeigen wird. Mal schauen. Aber diese Menschlichkeit über Parteigrenzen hinweg, die hier dieses Land und diese Stadt in den letzten Wochen erlebt hat, ist von so einem unvorstellbaren Ausmaß, dass ich wirklich glücklich bin, in so einem Land zu leben. Was heißt das konkret? Es gab und gibt vor Ort, nicht nur an den Bahnhöfen, in den ganzen Flüchtlingseinrichtungen, in den Quartieren, Helferinnen aus der Zivilbevölkerung, die einfach tun. Und hier fragt niemand, woher kommt er oder sie. Oft wissen wir nicht einmal die Vornamen der Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten. Es sind Menschen, die nicht nur dolmetschen, sondern Soziales übernehmen, Rechtliches, Begleitung, Menschen auffangen. Es sind Menschen hier aktiv, die reichen von einer alten Frau, die Socken strickt, bis zu Polizisten und Polizistinnen, die sagen, um Himmels Willen, das sind Menschen, jetzt halten wir alle zusammen. Es reicht von dem Geschäft am Westbahnhof um die Ecke, am Benny-Markt, der plötzlich sein Geschäft länger offen hält, damit wir noch genügend Lebensmittel und Wasser holen können. Es ist bis zu ÖBBlerinnen, die sagen, in der Freizeit tue ich noch übersetzen. Da passiert was in diesem Land. Da passiert was, weil viele hunderte, tausende Menschen auf der Flucht sind. Auf der Flucht vor Krieg, Terror und Not. Und es schafft, sich dann hierher zu stellen und das mit sozialen
zu verbinden, zu vermischen, alles durcheinander zu wirbeln, zu hetzen und gleichzeitig auf die Wahlen zu schielen. Es stimmt, ich bin jetzt öfters gefragt worden, ob das stimmt, dass ich das gesagt habe. Ja, es stimmt. Ich habe vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, die FPÖ ist menschlich eine Lulu-Partei. Aus dem einfachen Grund, wenn die FPÖ ihr immer und immer wieder Menschen auseinanderdividiert, auf Kosten von den Ärmsten Politik macht, egal ob Obdachlose, Suchtkranke, Sexarbeiterinnen, wenn eine FPÖ es nicht einmal in Wien den ärmsten Kindern die Kindermindestsicherung zu vergönnen, auch die ÖVP nicht, dann braucht es manchmal nicht viele Worte. Und jetzt diese humanitäre Tragödie, diese Katastrophe noch nützen zu wollen, mit Falsch- und Fehlinformationen über alle Kanäle hier eine Stimmung aufzuheizen, dann werden die Menschen hier in Wien letztendlich auch entscheiden müssen, sind wir eine Stadt der Menschlichkeit oder bauen wir wieder Mauern und Zäune. Die Frage ist aber auch, wie Regierungen, die Verantwortlichen der europäischen Institutionen jetzt handeln werden. Monatelang, jahrelang haben sie sehenden Auges nichts getan. Im Gegenteil. Kriegsschiffe eingesetzt, dort, wo Tausende Menschen auf ihrer Flucht ertrinken. Sie haben es nicht geschafft und zögerlich geschafft, Sondergipfel zu beantragen, diese Menschenrettung ernst zu nehmen. Sie haben es noch nicht geschafft, legale Fluchtmöglichkeiten zu schaffen. Gerade im Gegenteil, man hat alle Lager an den Grenzen vom UNHCR finanziell ausgehungert. Und hier überwiegt scheinbar noch diese nationale Selbstherrlichkeit. Wir haben es die letzten Wochen erlebt. Grenzen auf, Grenzen zu. Es ist völlig unklar, wie sich jetzt die Europäische Union gemeinsam die Regierungschefs morgen und übermorgen entscheiden werden. Sie haben es nicht einmal geschafft, die Flüchtlinge auf 28 EU-Länder, diesen Juncker-Vorschlag, umzusetzen. Das heißt, wir sind auch hier auf einem Scheideweg, ob Europa noch zusammenhalten wird. Und das wird sich auch in den nächsten Tagen zeigen. Wir haben einen Außenminister, Pistunaris, der sogar Rechtliches durcheinander wirbelt, der öffentlich sagt als Außenminister, dass Flüchtlinge auf der Balkanroute, die unterwegs sind, da ist Griechenland zuständig, obwohl seit Jahren der EuGH das schon aufgehoben hat, als unzulässig erklärt hat und Dublin III europaweit einfach Griechenland hier aufnimmt. Wir haben einen Außenminister, der kommuniziert, dass Flüchtlinge, die nicht direkt aus ihrem Herkunftsland kommen, also in einem anderen Land weiterziehen, Wirtschaftsflüchtlinge sind. Auch das ist rechtens, wie sagt man höflich, nicht ganz durchdacht, weil die Flüchtlingseigenschaft bezieht sich immer auf das Herkunftsland. Das heißt, wir sehen hier sehr konfus agierende politisch Verantwortliche. Die Entscheidung, die jetzt europaweit auf uns zukommt, und ich meine das wirklich so, ist eine Entscheidung, wie wir als Gesellschaft weiterleben wollen, ob wir Zäune errichten wollen oder ob die Menschlichkeit siegt. Es ist ja absurd. Ein Kontinent wackelt,
in den ganzen ihren Festen, die es gibt, weil ein paar Zehntausende Menschen auf der Flucht sind. Es ist im Grunde absurd, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und selbstverständlich müssen wir allen Menschen auch offen sagen, auch ehrlich sagen, dass die Bewegungen nicht aufhören werden. Wir haben im letzten Jahrhundert Millionen Menschen auf der Flucht gehabt nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit Millionen von Toten. Und wir haben jetzt Kriege im Nahen Osten und die Menschen fliehen. Das ist eine Herausforderung, aber es ist zu machen. Und das hat vor allem die Zivilbevölkerung in den letzten Wochen vorgemacht. Sie hat das Signal gesetzt für eine Veränderung. Sie hat die Hand gereicht politisch Verantwortlichen, dass ein anderer Weg auch möglich ist. Wien. Wien hat Unvorstellbares geleistet und leistet es nach wie vor, nämlich alle Menschen. Wenn Sie auf den sind, reden Sie mit den Dolmetscher, Dolmetscherinnen. Sehr viele waren selbst und sind selbst aus Familien, die auf der Flucht waren, die das gut kennen. Reden Sie mit Menschen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Es gibt Leute, die bringen Sachspenden frei. Es gibt Leute, die einfach anpacken und mithelfen. Es gibt Fluchthelferinnen, die Leben retten. Flüchtlingsfamilien aus Ungarn holen, vor allem sehr viel kranke Kinder sind vor Ort und waren vor Ort. Das wussten wir von den NGOs. Es gibt Menschen quer durch alle Gesellschaftsschichten, die jetzt aktiv geworden sind, die einfach gehandelt haben. Wien hat eine steigende Armut, weil immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können. Wien hat steigende Mindestsicherungszahlen, weil sehr viele Menschen die Ergänzungsleistung erhalten. Umso wichtiger ist es, allen klar zu machen, die Unterstützung brauchen, dass sie ein Recht darauf haben, das auch in Anspruch zu nehmen. Das ist ein Grundrecht und keine Großzügigkeit. So wie es im Grund- und Menschenrecht ist, Menschen auf der Flucht zu unterstützen und zu helfen. Wir werden aber auch laut und klar sagen müssen, dass wir jetzt in einer Notsituation auch in Wien gehandelt haben, vor allem die Zivilbevölkerung, gemeinsam mit allen NGOs, und viele Menschen werden bleiben. Und es ist enorm wichtig, ihnen auch die Hand zu reichen, dass sie arbeiten können, dass sie eine Chance erhalten, dass es eine Zukunft gibt. Das ist machbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, viele von Ihnen, die jetzt zuhören, zuschauen, haben das vor Ort selbst erlebt. Haben es erlebt, vielleicht das eine oder andere, wie Kinder verloren gegangen sind und sich die Familien wieder getroffen haben. Vielleicht haben viele ihn mit blutigen Menschen auf der Flucht, mit Bildern von Röschke, von Győr, von Budapest, wo hier sehr viele Menschenrechte außer Kraft gesetzt worden sind. Vielleicht haben Sie erlebt oder zugehört, was die Menschen erzählen, warum sie fliehen, oder erlebt Menschen mit Kindern, einfach glücklich, oder Flüchtlingsfamilien, die ihnen sagen, sie sind nur froh, dass hier so eine Freundlichkeit passiert. Das sind Bilder, das sind Erlebnisse,
Die werden uns noch lang begleiten, was in diesem Land und hier siegt die Menschlichkeit. Lassen wir uns das nicht nehmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ein Aufbruch, der hier passiert, und das ist gut. Vielen Dank. Die Frau Abgeordnete Hebein hat beim Wechsel im Präsidium einige Wortmeldungen gemacht, die man mit den ersten Präsidenten erteile ich der Frau Abgeordnete Hebein für die Verwendung des Wortes der Lu-Partei einen Ordnungsruf. Zu Wort gemeldet ist Herr Abgeordneter Dr. Aigner. Ich ersuche darum und weise darauf hin, dass Rednerzeit mit 15 Minuten beschränkt ist. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, unter dem Titel Der große Kontrollverlust schreibt Andreas Koller, glaube ich, unverdächtig, besonders ein radikaler Journalist zu sein. Wir haben nicht mehr viel Zeit, die durch die Migration ausgelösten Probleme zu lösen. Und wir wissen nicht, ob wir überhaupt die Kraft dazu haben. Und weiters heißt es, wir müssen zur Kenntnis nehmen, unser Staat hat die Kontrolle über seine Grenzen verloren und damit auch einen wichtigen Teil seiner Souveränität eingebüßt. Niemand weiß, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen die österreichische, klar, auch vorher Grenzen offen, das ist ein wesentlicher Bestandteil der Reisefreiheit, die wir in Europa bisher genossen haben. Nur, bisher lebten wir in Sicherheit, dass der Schutz der Grenzen und des Staatsgebietes am Schengen-Rand Europas erfolgt. Da dies aber seit geraumer Zeit nicht mehr der Fall ist, gleicht Europa einem Haus mit weit offen stehenden Fenstern und Türen. Österreich ist in diesem Haus ein unversperrtes Zimmer. Weiter die Kontrolle über seine Grenzen verloren hat, hat auch die Kontrolle über seine Sicherheit verloren. Meine Damen und Herren, treffender könnte man die jetzige Katastrophe um die Sicherheit im militärischen und im physischen Sinn. Wir haben ja heute das Sozialthema. Auch ein Sozialsystem braucht Grenzen. Es ist völlig aberwitzig zu meinen, unserer Solidargemeinschaft soziale Probleme weltweit oder auch nur im näheren Umkreis lösen. Versicherungssystem beruht darauf, dass die einen Beiträge bezahlen oder Beiträge bezahlt werden und auf der anderen Seite Leistungen erbracht werden. Genauso wie Steuern zu bezahlen sind und dann ebenfalls auf vielfältige Weise im Sozialsystem bleiben. Zusätzliche Leistungsempfänger, die noch nie einen Beitrag geleistet haben, ja, sie kommen ja von außen her, wo man ehrlicherweise, und das sage jetzt nicht ich als Politiker, das sagt auch das AMS ganz klar, also zu meinen, dass da die High Potential, die akademische Elite des Nahen Ostens zu Fuß über den Balkan nach Österreich kommt, also das stimmt einfach nicht. Das ist auch der durchschnittliche Syrer, der besser ausgibt, viele Jahrzehnte investieren, Sozialleistungen erbringen, um möglicherweise irgendetwas auch wieder in das System hereinzubekommen. Aber tun Sie bitte nicht so, als ob unser System dafür gebaut wäre, Hunderttausende zusätzliche Empfänger durchzufinanzieren. Das ist es einfach nicht. Wenn hier plakatiert wird von der SPÖ, beste Gesundheit hört auf, das ist im Rückwärtsgang begriffen. Wir bauen ein Spital, das, wer weiß, irgendwann fertig wird, das nicht einmal alle Abteilungen hat. Das ist noch lang nicht fertig, das berühmte Krankenhaus Nord, werden andere Spitäler schon eingestellt und zugesperrt. In den Spitälern sollen weniger Ärzte kürzer arbeiten. Und dann kommt einer her und sagt, wir können den Leistungsumfang aufrechterhalten. Wir müssten weniger Kassenärzte und es sagen ja schon ganz unverdächtige Gesundheitsexperten, wir sind mittendrin in einer Zweiklassenmedizin und nur einen geringen Teil von der
Krankenkasse refundiert bekommt. Das ist das beste Gesundheitssystem. Das soll noch Platz haben für 1, 2, 300.000 zusätzliche Gesundheit. Also das glauben Sie doch selber nicht. Und jahrzehntelang haben Sie uns eingeredet, alles ist super, alles ist bestens. Und im Wahlkampf kommt die SPÖ selber drauf, dass wir mit den Arbeitsplätzen ein Problem haben, aber man nicht locker, dass wir zu wenige Wohnungen haben, da lassen wir auch nicht locker. Ja, und gleichzeitig tut man so, als ob man zehntausende Menschen locker unterbringen könnte. Also wer das verzapft, der hat nicht nur kein Gespür, sondern muss man aus Verstand massive Zweifel anmelden. Wir werden es uns auch nicht leisten können, Fleißaufgaben sozialer Natur zu erbringen, großzügiger zu sein, die ohnehin großzügigen Gesetze darstellen. Und wenn hier von den Schutzsuchenden, von den Flüchtlingen gesprochen wird, meine Damen und Herren, es kommt ja wirklich niemand direkt aus dem Kriegsgebiet zu uns. Man ist in der Türkei. Die Türkei ist ein funktionierender Staat, ist ein Urlaubsland. Dann kommt man nach Griechenland. Griechenland lebt nur mehr von den Töpfen der EU und ist nicht in der Lage, den Menschen, die dort Schutz suchen, ein einigermaßen erträgliches Auskommen zu geben. Das ist doch ein Skandal. Die verputzen sowieso nur mehr das Geld der anderen EU-Staaten und machen nichts anderes, ja, als abschreckend zu wirken und die Menschen gleich weiterzureichen. Aber das ist ein Skandal innerhalb der EU, aber auch ein Skandal unseren Herrn Bundeskanzler, der offenkundig als Flüchtlingskanzler in die Geschichte eingehen möchte. Wer hindert ihn, die Zustimmung Österreichs zu den Hilfsgeldern für Griechenland daran zu knüpfen, dass Griechenland einerseits die Außengrenzen sichert und zweitens den Menschen, die dort Schutz suchen, auch eine entsprechende Versorgung zukommen zu lassen. Dass die Griechen gastfreundlich sein können, beweisen sie ja den Touristen. Die zahlen halt etwas. So, es ist mein Griechenland. Jetzt lassen wir mal Serbien und Armenien aus. Sie sind auch ein Urlaubsland. Ja, dort ist auch so schlimm, dass man nur weiter möchte. Slowenien, detto. Und in Wirklichkeit suchen sich die Menschen aus ihrer Sicht verständlich jenes Land, das halt die besten Sozialbedingungen, harsche Erwartungen knüpft. Ja. Ich meine, jedes Selfie eines Spitzenpolitikers, darf man sich doch nicht wundern, das geht durch die Welt, dass das eine Einladung ist. Und Taschengeld wird gezahlt und Free Wireless gibt es und so weiter und gratis Gesundheitsversorgung für alles und jeden und keiner da, dann kommen sie nach. Und dann wundern wir uns, dass die Menschen gerade zu uns kommen, die haben mit Österreich nichts am Hut, denen ist das Land wurscht. Die wollen unser Sozialsystem. Das ist es. Und Quoten gelöst wird, das ist typisch der herzlose, eiskalte und eigentlich vertrottelte EU-Bürokratismus. Da glaubt gerade der Herr Juncker, der oberste Steuerhinterzieher Europas, ja, der aus seinem Land eine einzige Briefkastenfirma gemacht hat, wie man Steuer spart. Ja, das Geld fehlt uns nämlich im Sozialtopf, dass die Eurokraten sitzen und dann die Leute, die nach Deutschland oder Österreich wollen, nach Litauen. Die steigen ja nicht einmal in Nickelsdorf in einen Autobus nach Graz, wenn es nicht Richtung Deutschland geht. Ja? Also völlig absurd, ja. Was da so hatten, ja, das sind die Glauben, man kann die Migrationskrise genauso lösen, wie man uns die Glühbirnen weggenommen hat und wie man die Staubsauger reglementiert. Mehr können diese Herrschaften nicht. Wir haben sie nie können. Daher ist diese Eurokratie zur Lösung existenzieller Probleme völlig überflüssig. Und die Frage wäre, was braucht man die eigentlich? Export von Sozialleistungen, das kommt ja auch die Bundesregierung langsam drauf. Ja. Zehntausende Kinder, die irgendwo sind, gibt es nicht, weiß man nicht. Ja. Die kriegen Kinderbeihilfe in einer Höhe, wo man anderswo leben kann. Das passt halt alles insgesamt nicht zusammen. Aber gestatten Sie mir noch ein paar weitere Bemerkungen in dieser Hinsicht, wenn es heißt, ja, im Wahlkampf Zeit der fokussierten Unintelligenz. Also ich bin sehr erschrocken,
über das Interview, das der Herr Bürgermeister gegeben hat in der Presse, wo es auch um die Integrationsprobleme salopp, naja, halt schwierig. Man kann halt nicht aus jedem Macho einen Semifeministen machen. Das gelingt uns ja in Österreich auch nicht. Jetzt ganz ehrlich, ja, es mag schon auch die einheimischen Machos geben, aber die haben weder nicht so sehr einen kulturell-religiösen Bezug, haben nicht ein kulturell-religiös geprägtes Frauenbild. Als jene vielen jungen Männer, die aus einem wirklich anderen Kulturkreis kommen und die werden sich wahrscheinlich, wenn das religiös bedingt ist, von uns durch die beste Hausordnung auch nicht vorschreiben lassen, was sie für ein Frauenbild zu haben haben. Und wenn es dann weiter heißt, ja, man muss den Burschen schon klar machen, dass nicht jede Frau, ich zitiere wörtlich, das habe ich mal auswendig gemerkt, die einen Minirock trägt, deswegen verfügbar ist. Ich meine, das ist Intelligenz, das ist ein Skandal, so eine Aussage. Das sollte sich jemand von uns oder irgendjemand trauen zu sagen, dass man aus einem Minirock auf irgendeine, ich weiß gar nicht, welche Verfügbarkeit er meint, aber es ist relativ eindeutig, dass das ein Zeichen von Verfügbarkeit ist. Das ist der erste Skandal. Da gibt es keinen Aufschrei von den Genderinnen und so weiter. Ja? Wir dürfen nicht mehr reden, wie wir wollen. Wir müssen Lehrerinnen und Lehrer dürfen nicht mehr sagen, wir sind nur mehr Lehrpersonen und die Ampelbärchen werden gegendert. Und gleichzeitig sagt unser oberster Flüchtlingsbürgermeister, naja, kurzer Rock, das ist ja schon ein bisschen ein Zeichen von Verfügbarkeit. Und das nächste ist, es legt schon die Rechtfertigung, wenn wirklich was passiert, mehr oder weniger nahe. Dass man dann mehr oder weniger sagt, naja, das ist halt kulturell bedingt und im Zweifel sagen wir halt, die Leute sind alle traumatisiert, wenn sie was anstellen. Und ja, also Himmel und Hölle wird gespielt und wer sich nicht aufführt oder wer Strafe, den schieben wir ab. Unsere Abschiebungen ausschaut, das sind Sie die Ersten, die Tipps geben, wie man eine Abschiebung, wenn sie überhaupt durchgeführt wird, ist verhindert. Also da sehen Sie schon, auch Ihr Feminismus stößt an Grenzen, wenn der den Islamismus. Wie das Ganze wird. Oder es zirkuliert im Internet aus vom Westbahnhof, den Sie da so verklärend darstellen. Nebenbei bemerkt, unsere Bahnhöfe, die sollten auch noch von Leuten rentiert. Es wird alles blockiert, ja, von den Schutzsuchenden, ja, aber genau die Leute, die mit dem Zug fahren müssen und fahren wollen, die erwirtschaften das Geld, das sie dann dort am liebsten wieder austeilen wollen. Und gibt es so das Rübe abmacht, ja, da wird mir Angst und Bange, meine Damen und Herren. Und auch das ist Westbahnhof. Es ist nicht nur das Wasserflaschen austeilen, sondern es sind auch solche Szenen. Und im Endeffekt könnte man ja, wenn man die Zivilgesellschaft schon so ins Spiel bringt, schon auch sagen, ist es eine öffentliche Aufgabe, hunderttausenden Menschen, die aus aller Herren Länder zu uns kommen, bei uns zu versorgen? Machen wir das doch rein zivilgesellschaftlich. Wer wirklich so empathisch ist, eine Wasserflasche ist schnell austeilt. Ja, ich habe Respekt davor, wenn das gemacht wird, aber wie schaut es denn aus, wenn man wirklich jemanden aufnehmen muss? Wie schaut es denn aus, wenn einer kommt und sagt, ich möchte nicht das Taschengeld auch der katholischen Kirche, ja, nichts davon wissen wollen. Ja? Das wäre eigentlich wahre Zivilgesellschaft und nicht einfach zu sagen, wir schicken die Rechnung weiter an den ohnehin geplagten Steuerzahler. Besonders großzügig sind ja unsere amerikanischen Freunde, ja, die durch ihre Politik maßgeblichen Anteil am Chaos sowohl in Nordafrika als auch im Nahen haben. Ich glaube, da 250 Millionen Einwohner, 10.000 würden sie jetzt nehmen, aber erst nach einer zweijährigen Sicherheitsüberprüfung. Also 2 Jahre wird man von allen Geheimdiensten durchgecheckt, ja, und dann darf man erst dorthin. Und da können Sie sicher sein, das sind die Akademiker, die genommen werden. Ja, und die werden durchgecheckt. Ja, und wir sind ganz nah an diesen Konfliktherden dran und bei uns wird nicht einmal einen Reisepass kontrolliert. Fragen Sie einmal die Menschen, die bei der nächsten
Planquadratkontrolle in eine Verkehrskontrolle. Fahrschein zahlen, warum muss ich das Geschwindigkeitslimit einhalten, wenn man das Gefühl hat, es gibt eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, für die es offenkundig keine Gesetze gibt. Das ist eine Ungerechtigkeit und so erodiert man, ja, die Ausnahmesituation wird zur Regel werden. Das sind nicht Ausnahmen, das wird zur Regel werden. Das hat der Herr Bundeskanzler geglaubt und die Frau Merkel auch. Die Grenzen sind offen, sie bleiben offen, wir werden die Grenzen nicht mehr zugehen. Und das sagen sogar Ihre Genossen der SPD in Deutschland. Ja, das sagen ja nicht nur Rechtspolitiker. Und ein letzter Satz, Solidarität, ja, auch im arabischen Raum. Arabien-Nationen weltweit sponsert auch ein völlig unnötiges Dialogzentrum. Ja. 3 Millionen klimatisierte Luxuszelte für die Mekka-Pilger sind seinen vergönnt. Glaube ich, braucht man 2 oder 3 Wochen im Jahr. Warum sind dort keine Flüchtlinge? Ja, weil man Angst vor dem IS hat. Ja. Saudi-Arabien nimmt keine Flüchtlinge aus dem Raum und man ist wahrscheinlich schneller in Saudi-Arabien als in Europa. Die könnten sich auch nur jetzt mit Katar und so weiter, die sponsern die ganzen europäischen Fußballclubs, da dann sollen sie gleich einmal eine Luftbrücke machen. Flüchtlinge nehmen sie keine, aber sie sponsern in Europa 200 Moscheen. Na, auf diese Art von Sponsoring kann ich verzichten, meine Damen und Herren. Es ist wirklich eine dramatische Situation, ich sage Ihnen ehrlich, die schnützt. Und ich möchte mir persönlich gar nicht mehr die Nachrichten anschauen. Ich habe mich schon dabei ertappt, die Carmen Nebel-Show und die Helene Fischer im Fernsehen anzuschauen. Das ist wirklich ein Zeichen äußerster Verzweiflung, aber ich will einfach die Bilder aus Nickelsdorf und aus Mazedonien so einfach nicht mehr sehen. Zum Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Mörk. Ihre Rednerzeit beträgt als ersten Rednerin Ihrer Partei 30 Minuten. Ich bitte darum. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Stadträtin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen auf der Galerie. Ich bin sehr froh, dass heute das Thema soziale Sicherheit für Wienerinnen und Wiener gewählt wurde. Den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran, wie man mit seinen Schwächsten umgeht. Die Lebensqualität einer Stadt wird auch an der sozialen Sicherheit und am Umgang mit jenen Menschen gemessen, die ihren Alltag nicht schwer bewältigen können. Unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es zu entscheiden, wie mit Menschen umgegangen wird, die aus welchen Gründen auch immer Hilfe und Unterstützung brauchen. Und da gibt es zwischen den einzelnen Parteien gewaltige Unterschiede. Chancen bieten, Perspektiven schaffen, Armut bekämpfen, in konkreten Problemlagen zu und der Verteilungsgerechtigkeit zu fördern. Für diesen Weg hat sich die Sozialdemokratie entschieden. Und wir bekämpfen die Armut und nicht die Armen. Und wir grenzen nicht aus und wir spielen auch nicht eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere aus. So vielfältig diese Aufgaben so sind, so vielfältig müssen auch die Maßnahmen und Angebote der Stadt sein. Uns Sozialdemokratinnen geht es darum, jedem Menschen ein selbstbestimmtes und ein Leben zu ermöglichen. Dazu braucht es eine verantwortungsvolle Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik, eine gerechte Wohn- und Sozialpolitik, die niemanden im Stich lässt. Sehr geehrte Richtungen. Jeder und jede von uns, auch wir sind davor nicht gefeit, kann einmal in eine Notlage geraten. Und dafür braucht man sich auch nicht zu schämen. Wichtig ist es aber, dass diesen Menschen rechtzeitig ein soziales Netz zur Seite steht und dass sie aufgefangen werden, wenn sie Hilfe und Unterstützung benötigen.
Wir stehen gerade in Krisenzeiten an der Seite und Staat handelt auch dementsprechend. Ein dichtes Netz an sozialen Einrichtungen mit einem Mix aus Geld und Sachleistungen steht den Wienerinnen und Wienern zur Verfügung. Denn wir lassen niemanden. Wurde die bedarfsorientierte Mindestsicherung eingeführt. Ein wirksames Instrument zur Abwehr, den wir erhalten und weiterentwickeln wollen. Und nur zur Erinnerung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die FPÖ hat gegen die Einführung der Mindestsicherung, Tausende kritisieren Sie Kinderarmut. Hätten Sie damals mitgestimmt, dann würde es auch diesen Kindern besser gehen. Die Wiener Stadtregierung hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, die Energiearmut zu bekämpfen. Mindestsicherungsbezieherinnen erhalten automatisch eine Unterstützung für ihren Aufwand für Heizung und Strom. Und so wurde im Januar 2013 die Wiener Energieunterstützung eingeführt. Ein Mix aus kostenloser Energieberatung mit Maßnahmensetzung und finanzieller Unterstützung. Eine neue, moderne und unbürokratische ganzjährige Leistung. Und zu dem Vorwurf von Herrn Seidel, ich sehe ihn jetzt gerade nicht, dass der Heizungsschutz gestrichen wurde. Nein, er wurde durch die Wiener Energieunterstützung ersetzt. Und das Budget ist gleich hoch geblieben wie beim Heizkostenzuschuss. Noch einmal, und darüber haben wir schon öfter hier diskutiert, bei der Wiener Energieunterstützung geht es weg vom Gießkannenprinzip hin zu einer treffsicheren Unterstützung. Statt einem Haushalt einmal im Jahr basierend auf Normalkriterien ausbezahlen, geht es darum, gezielt mit der Energieunterstützung zu helfen. Durchschnittlich erhält ein Haushalt 500 Euro. Soziale Sicherheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch bei Krankheit bestmögliche Behandlung zu erhalten, unabhängig davon, wie hoch das Einkommen ist. Soziale Sicherheit heißt auch, dass Gemeindespitäler in öffentlicher Hand bleiben und Privatisierungen verhindert werden. Die beste Medizin für alle, nicht nur für wenige. Und dafür sorgt auch das Spitalskonzept 2030. Soziale Sicherheit heißt auch, dass sich die Kinder keine Sorgen machen müssen, wenn die Eltern im Alter Unterstützung brauchen. Die Pflege- und Pensionistenwohnhäuser kümmern sich rund um die Alter, fragt auch nicht nach Arm oder Reich. Und die Wiener Pensionistenwohnhäuser und Pflegewohnhäuser auch nicht. Mit dem Geriatriekonzept um Pflege und Betreuung sich leiden. Die Seniorinnen und Senioren können sich auf die Stadt verlassen. Pflege und Betreuung auf hohem Niveau werden auch in Zukunft leistbar sein, unabhängig von der Höhe des Einkommens. Und jetzt in wenigen Tagen wird das letzte neue Pflegewohnhaus besiedelt und das Geriatriekonzept, wie versprochen, wird 2015 abgeschlossen. In 8 Jahren wurden 36 Wohn- und Pflegehäuser entweder neu errichtet, saniert oder modernisiert und die alten geschlossen. Dafür hat die Stadt 919 Millionen Euro aufgewendet. Rund 18.000 Wienerinnen und Wiener, die Pflege und Betreuung bedürfen, finden in 90 Wohn- und Pflegeeinrichtungen einen Platz. Und ich denke, eine gute, wichtige und richtige Investition in die Zukunft der Menschen in dieser Stadt.
Übrigens, die ÖVP stimmte im Juli 2011 gegen den Ausbau des Pflegefonds. Hier geht es um den Ausbau der mobilen, stationären und teilstationären Dienste und die Erhöhung des Pflegegeldes ab dem Jahr 2016. Wer hat dem nicht zu? Sie können sicher alle erraten, die FPÖ ist es gewesen. Zur Sozial in den letzten 5 Jahren geschaffen. Der beitragsfreie Kindergarten seit 2010 Realität in Wien. Die Gratisnachhilfe in den Pflichtschulen und die Ausbildungsgarantie für alle. Ein Beschluss der Nationalrat, das gratis verpflichtende letzte Kindergartenjahr für alle Kinder. Eine Maßnahme, damit alle Kinder, wenn sie in die Schule kommen, ausreichend Deutsch können. Wer hat nicht schwer zu erraten? Zur sozialen Sicherheit gehört aber auch ein leistbarer und gut ausgebauter öffentlicher Verkehr. Die Öffi-Jacke wurde auf 365 Euro verbilligt. Neu eingeführt das 60-Euro-Ticket für Jugendliche. U1 und U2 werden verlängert, die U5-Kommunen sind barrierefrei zugänglich, alle Bezirke an das U-Bahn-Netz angeschlossen und die S-Bahn-Intervalle werden und wurden verkürzt. Ein sicheres städtisches Engagement in dem Wohnbau. In den letzten 5 Jahren wurden 30.000 Wohnungen gefördert und auch die öffentlichen Sportanlagen gefördert. Aber meine sehr geehrten Damen und Herren, schauen wir uns einmal die Sozialbilanz der FPÖ Wien in den letzten 5 Jahren an. Was es in Wien nicht alles gäbe, wenn die FPÖ regieren würde. Nämlich gegen diese Maßnahmen wurde entweder im Gemeinderat oder Landtag beschlossen. In Wien gäbe es keine 24 Stunden Betreuung der beratungsländische Schülerinnen, keine Errichtung von Kindergartenplätzen, keinen Neubau verschiedener Bildungseinrichtungen, keine Sommerferienbetreuung, keine Jugendförderung in Wien, keine Jugendwohnhäuser, keine Förderung des Nachwuchssports, keine Wiener Wohnberatung, kein Wohnservice Wien, keinen Erhalt der Gemeinde, keine Unterstützungsprogramme im WAF. Maßnahmen, dass Frauen in Wien selbstbestimmt und sicher leben können, würde es auch nicht geben. Es würde auch keine Beratung für misshandelte oder sexuell missbrauchte Frauen geben. Es würde keinen Schutz der öffentlichen Dienstleistungen vor Privatisierung geben. Es würde mit Rücksicht auf Menschen mit kleineren Einkommen bestehen. Und die Sozialbilanz der Bundesregierung in den Jahren zwei wenige in Erinnerung. Mehrmals wurden die Rezeptgebühren erhöht, Spitalskosten, Kürzung des Krankengelds, des Arbeitslosengelds und der Familienbeihilfe, Pensionskürzungen, ständige Pensionsanpassungen unter der Inflationsrate, Kürzungen bei Unfalls- und Invaliditätspensionen, 7.000 Lehrer weniger, 1.000 Polizisten in Wien weniger, Einführung von Studiengebühren,
Verkürzung der Behaltefrist bei Lehrlingen. Verdoppelung der Jugendarbeitslosigkeit. Privatisierung der BUWOG, das zur Folge hatte, teure Mieten für die Mieterinnen und Mieter. Aber auf der anderen Seite wurden die Abgaben um 10 Milliarden und es gab Steuergeschenke für Konzerne. Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren von der ÖVP, kann es nicht wirklich, wenn ich mir anschaue, um die soziale Sicherheit der Wienerinnen und Wiener gehen. Ihnen geht es wesentlich mehr darum, Zwietracht, Neid und Missgunst zu sehen und einen Teil der Bevölkerung. Heute sind es die Drittstaatsangehörigen und Asylwerber. Asyl, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist ein Menschenrecht. In der Genfer Flüchtlingskonvention festgeschrieben. Österreich ist moralisch, politisch und rechtlich verpflichtet, Flüchtlingen zu helfen. Dieses Recht gilt uneingeschränkt und es kann daher auch keine Obergrenze geben. Wer vor Krieg und Verfolgung fliehen muss, muss aufgenommen, adäquat, menschenwürdig untergebracht und versorgt zu werden. Und das ist unsere moralische Verpflichtung, meine sehr geehrten Damen und Herren. In den letzten Wochen haben die Wienerinnen und Wiener, die freiwilligen Helferinnen und Helfer, die Hilfsorganisationen, Einsatzkräfte, NGOs, die Mitarbeiterinnen der Stadt Wien, aber der ÖBB, gezeigt, dass Menschlichkeit und Solidarität keine leeren Worte sind. Sie haben in der Situation Haltung gezeigt und Charakter bewiesen. Sie haben unaufgeregt und rasch geholfen und vor allem bewiesen, dass wir es gemeinsam schaffen können. Recht, recht. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Wiener Stadtregierung steht für die soziale Sicherheit gewährleistet, wird stetig bedarfsorientiert ausgebaut, erweitert und an die Gegebenheiten angepasst. 8 von diesen aber leben die Wienerinnen und Wiener gerne in ihrer Stadt, da sie wissen, dass sie Dienstleistungen, wenn sie Unterstützung brauchen, jederzeit und in höchster Qualität nehmen. Das Ergebnis einer jahrzehntelangen, verantwortungsvollen, sozialdemokratischen Politik. Dankeschön. Zum Wort gemeldet ist der Abgeordnete Blomische Margulis. Ich erteile es ihm und teile mit, dass die Redezeit von ihm und seinen Nachrednern 15 Minuten beträgt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, fremdenfeindlich. Manche sitzen bedauerlicherweise auch hier im Saal, aber das ist jetzt gar nicht so in diese Richtung gemeint, sondern manchmal tritt es auf, ganz offen, manchmal tritt es ausdrücklich mit Ja, aber, manchmal tritt es auf mit Wir können doch nicht alle. Ich sage Ihnen, es ist immer dasselbe. Und das Problem ist, mit Menschen, die Fressmusssuppe kann man bedauerlicherweise auch nicht diskutieren.
Dafür gibt es aber, und das haben die letzten Wochen gezeigt, hat man schon fast, das ist gar nicht die Mehrheit, aber in Wirklichkeit wird es immer offenkundiger, eine deutliche Mehrheit, die sich jetzt auch wieder laut artikuliert und sagt, mit uns nicht. Wir stehen für Menschenfreundlichkeit, Elfenein, ein gemeinsames Ziel, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen. Es ist unser gemeinsames Ziel, selbst immer dann, wenn es nötig ist, Menschen zu unterstützen. Und ich bin stolz auf die Zivilbevölkerung, nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich spielt sich das ab. Und auch in Deutschland, es zum Teil ehrlich geht. Und ich bin stolz darauf, das miterleben zu können. Und ich sage es ganz ehrlich. So sehr mich die Flüchtlingstragödien betroffen machen, so sehr mich, was durch den anständigen Teil von Europa geht und was selbst in Ungarn sich Menschen aufstehen trauen und gegen einen Herrn Orban den Flüchtenden helfen. In Kroatien, wo sie helfen, in Serbien, wo sie helfen. Zigtausende Menschen, die erkennen, dass Hilfe wichtig, sinnvoll und notwendig ist. Und darauf bin ich stolz. Und ich kann es nicht mehr hören, sage ich jetzt einmal, wenn jemand sagt, sollen doch Italien und Griechenland ihre Grenzen schützen. Ich kann es nicht mehr hören. In dem Wissen, dass zwischen Griechenland und Türkei schon lange ein Zaun steht und unter anderem deshalb die Menschen darauf angewiesen sind, wenn sie von der Türkei nach Griechenland kommen wollen, in Boote zu steigen, um auf eine der nahestehenden Inseln zu kommen. Was bedeutet der Satz, sie sollen ihre Grenzen sichern? Sollen sie sie auf dem Land lassen oder nicht? Das ist die Frage. Sollen Sie sie absaufen lassen? Das wollen Sie anscheinend. Sie wollen, dass Kinder ertrinken. Und Sie wollen sagen, wenn Sie sagen, Sie sollen die Grenzen sichern, dann wollen Sie, dass diese Menschen ertrinken. Und ich sage Ihnen, Herr Wansch, regen Sie doch nicht künstlich auf. Das hat überhaupt keinen Sinn. Sagen Sie mir lieber, wie Sie das meinen. Aber wir wissen nicht, ob... Ich sage Ihnen noch was. Sehr geehrte Abgeordnete, kann man dem Herrn Wansch sagen, er soll sich bitte. Ich bin doch dabei. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, ich ersuche deutlich, den Redner fortfahren zu lassen. Wertungen sind in einer Rede möglich und soweit gegeben. Ich bitte Abgeordnete, sich der Worthaltung zu enthalten und weiterreden zu lassen. Ich sage Ihnen noch was. Ist es in der Situation egal, ob es sich um Iraker, ob es sich um Afghanen, ob es sich um Syrer handelt? Menschen, Entschuldigung, wissen Sie, was in Syrien ist? Ich kenne es, es gibt es ganz offen, ich kenne es nur aus den Bildern, ich war nicht dort und ich finde es schlimm genug, was ich, wissen Sie, ich finde es schlimm. Dort werden die Menschen nicht verfolgt, dort bringen die Taliban nicht andere Menschen um und im Irak auch nicht. Es geht nicht darum. Nein. So. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bitte um etwas mehr Ruhe. Ich bitte den Redner fortzufahren. Ich glaube, wenn man dem Kollegen Gutenus eine Waffe in die Hand drückt und ihm an die Grenze stellt, würde er nicht zögern, abzudrücken. Aber bitte, wer weiß das schon? Nein, die
Schreibtisch steht, das sind genau dieselben wie die, die Sie hinstellen. Gesagt haben? Wenn man es damit erreicht, dass die FPÖ sich schleicht, dann wiederhole ich das gerne noch einmal. Raus mit euch! Ihr habt in einem demokratischen Parlament alle miteinander nichts bestimmt. Ich erteile Ihnen für die letzten Bemerkungen einen Ordnungsruf. Also ich wäre jetzt sehr überrascht, wenn sich die ÖVP mit den Freiheitlichen solidarisiert. Aber vielleicht liegt das auch daran, und jetzt erlaube ich mir ja schon einen Politik im Bereich Flüchtlingswesen in den letzten Jahren war. Ich kann mich noch an viele Innenminister und Innenministerinnen, vor allem der ÖVP, erinnern, die so lange die Herausforderung, die viele Flüchtenden geschaffen haben, und das ist zweifelsohne der Fall, vor allem im Gegensatz zu Rot-Grün, nichts wissen wollte. Und jetzt selbst noch einmal, ich sehe auch die Herausforderung für Österreich. Ich sehe es, wie viele reden, und darüber müsste man in Wirklichkeit, wir müssen uns noch einmal kurz überlegen, alle sagen, es wäre schon erheblich leichter, hätte die UNHCR ausreichende Mittel, um in den existierenden riesigen Lagern, wo weitaus mehr Menschen wohnen, als bislang auch nur annähernd in der Europäischen Union angekommen sind, gäbe es ausreichend finanzielle Mittel, um dort Essen, Trinken, medizinische Versorgung, Schulbildung und so weiter sicherzustellen. Es würde reichen, jedem Bürger, jeder Bürgerin der Europäischen Union 1 Euro. Das würde reichen. Da kann man sich vorstellen, wie minimal diese Summen sind und sozusagen kurzfristig zu helfen. Nicht davon zu reden, dass es natürlich darum geht, der Krieg. Schauen wir uns doch an, wie sehr die europäische Waffenindustrie an den Kriegen in Syrien, in Afghanistan und im Irak verdient hat. Das wird dann immer ausgeblendet. Es wird dann ausgeblendet und dann wird Angst geschürt. Es würden zu viele Menschen kommen. Fundig, mit Wahlkampf gemacht, mit irgendwelchen Anträgen. Ich sage es Ihnen ganz offen. Ich halte diese Heuchelei auf dem Rücken von Flüchtlingen nicht mehr aus. Danke sehr. Zum Wort gemeldet. Eine tatsächliche Richtung liegt vor. Ich bitte Abgeordneten Dr. Eigen ums Wort. Es kommt nicht oft vor, dass einem die Sprache verschlagt, aber Herr Kollege Margulis, ich möchte tatsächlich Folgendes klarstellen und auch berichtigen. Ich bin dafür, dass unsere Grenzen geschützt werden. Nur wenn man für eine Grenzsicherung, für einen Grenzschutz ist, heißt das noch lange nicht, dass man jemanden ertrinken lassen möchte. Ich plädiere daher dafür, dass das australische Modell auch in Europa praktiziert wird. Es werden Menschen gerettet und woanders hingebracht. Es darf sich im Sinn lohnen, dass jeder, der irgendwo ins Mittelmeer springt, von der Marine nach Europa gebracht wird. Und in dem Moment hört sich der Bootstourismus auf, wenn die Menschen wieder zurückgebracht werden, meine Damen und Herren. Und das hat mit absaufen lassen gar nichts zu tun. Mittlerweile ist es so, dass jeder, der irgendwo ins Europa zu kommen, das ist eine Selbstgefährdung, die man in Kauf nimmt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und das möchte ich berichten, wer für Grenzsicherung ist, heißt noch lang nicht, dass man Leute ertrinken lassen will. Schauen Sie nach Australien.
die Freiheitliche Partei hat eine Sitzungsunterbrechung vor eines Präsidiums.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Präsidium ist beendet. Wir nehmen die Sitzung wieder auf. Ich darf feststellen und mitteilen, dass also seitens des Präsidiums auch gesagt wurde, dass tatsächlich Berichtigungen im Kern auf solche sein sollen. Im Wesentlichen aber zu den Äußerungen des Herrn Diplom-Giamagulis möchte ich feststellen, dass vielleicht im Lärm untergegangen, dass ich pauschal für die letzte Woche, also es wird das Protokoll angefordert, nochmals untersucht und die doch sehr unglaublichen Feststellungen des Herrn Diplom-Ingenieurs einer neuen Prüfung unterzogen. Zum Wort gemeldet ist ja Herr Stadtrat Lazar, ich erteile es. Danke, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren. Zum Herrn Magelis noch angemerkt einige Worte. Wissen Sie, dass solche Worte in diesem Haus fallen, von den Grünen ist man ja gewohnt, aber dass sie auf so ein Niveau jetzt hinuntergekommen sind, mit Mord, Ertrinken, Erschießen. Na, das ist ja, Sie bitte, ich würde mich an Ihrer Stelle entweder entschuldigen, ja, oder ich würde eigentlich den Raum verlassen. Das würde für das Vernünftigste sein. Nun, meine Damen und Herren, zum eigentlichen Tagesordnungspunkt. Jetzt haben wir sehr viel über Flüchtlinge gehört, Menschlichkeit gegenüber Flüchtlingen, ja, alles. Aber wie gesagt, heute haben wir noch kein Wort eigentlich gehört über das soziale Engagement gegenüber Senioren zum Beispiel. Ja? Wie schaut es eigentlich da in Wien aus, mit in der Stadt? Ich werde zwei Punkte möchte ich ansprechen. Erstens das Geriatriezentrum Favoriten in der Kundratstraße, Frau Stadträtin. Wie ihr dort Ihr soziales Engagement ausschaut, kann ich Ihnen in kurzen Worten wiedergeben. Das heißt, ein hervorragend geführtes Geriatriezentrum. Jahrelang sind dort Menschen beisammen, jahrelang sind dort auch die Angehörigen, die sich gegenseitig schon kennen, die schon Freundschaften geschlossen haben. Nicht nur unter den Patienten, sondern wie gesagt auch um die Angehörigen. Jetzt, was passiert jetzt? Das ist ja die Menschlichkeit über den Senioren. Dort wird jetzt dieses Heim, ich glaube es sind 96 Personen, die einfach abgesiedelt werden. Nicht, dass man sich jetzt sagt, okay, man hält sie zusammen, weil ja dort, wie gesagt, die Freundschaften und das Stand. Nein, sie sollen einfach quer über Wien verteilt werden, einer dort, einer da. Also sie sollen mit einer sozusagen auseinandergerissen werden. Und da kann ich Sie nicht verstehen, Frau Stadträtin, dass Sie das eigentlich zulassen. Sie sagen uns bei jedem zweiten Satz von Ihnen, wie sozial ist Wien gegenüber auch den Senioren. Ich sehe hier keine Soziales. Gar nichts, wenn Sie einfach diese Leute dort und jetzt auch eine Akutgeriatrie machen wollen. Ich sage, ja, okay, Akutgeriatrie natürlich, die brauchen wir. Aber muss man jetzt eigentlich das gleich in der Kundertstraße 3 machen? Es gibt genügend andere Plätze in Wien, wo man das machen hätte können. Ich kann Ihnen sagen, Frau Stadträtin, Ihnen dürfte schon lange die soziale Kompetenz vor allem gegen ältere Personen abhanden genommen gekommen sein. Einen zweiten Punkt möchte ich ansprechen, der ja jetzt auch sehr aktuell ist. Der Hausarzt. Wie Sie an unseren Senioren denken, Bemühungen, den Hausarzt abzuschaffen. Sie wollen nichts anderes, ich höre nun mehr Primärversorgungszentrum schaffen. Nicht einmal die Ärzte, obwohl das die Stadt Wien mit 270.000 Euro subventioniert, wollen sie es. Drei Ausschreibungen, keiner will es haben, obwohl, wie gesagt, 270.000 Euro pro Jahr subventioniert wird. Jetzt hat es sogar gegeben eine Umfrage, wie man dazu steht. 98% der Befragten wollen den Arzt ihres Vertrauens selbst wählen. Und immer diesen auch konsultieren. Sie wollen kein unpersönliches Primärversorgungszentrum. Und was noch sehr problematisch ist bei den BHCs, ist die Regelung, dass BHCs auf den Stellenplan der niedergelassenen Ärzte anzurechnen sind. Das würde zu einer massiven Ausdünnung der Ärzte sein. Das heißt,
es würde der Hausarzt ausgedünnt werden und den wird es oder würde es in naher Zukunft dann nicht mehr geben. Weil pro PHC kann man rechnen, 3 bis 5 Planstellen von allen Gemeinmedizinern werden dann nicht mehr nachbesetzt. Und da frage ich Sie schon, ist es ein Fortschritt oder kommen wir genau wieder in die Zeit zurück der DDR? Dort hat man es auch gehabt, DDR gibt es nicht mehr. Und ich glaube, das wollen wir sicher alle nicht und schon gar nicht die ältere Generation. Und noch eines zum Hausarzt. Und wenn man weiß, ein Hausarzt ist ja nicht jetzt nur in dem Sinne Hausarzt. Ein Hausarzt, zu dem geht man jahrzehntelang schon. Der kennt die Familien, der kennt die Angehörigen. Mit denen kann man drüber sprechen. Der weiß auch vielleicht, wo ein älterer Mensch eine Pflege braucht. Unterstützung bei Behelfsmitteln und anderen. Das geht durch die Primärversorgungszentren natürlich jetzt alles verloren, wenn die kommen sollten. Ich kann Ihnen nur sagen, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass die kommen werden. Und das ist das Problem an dem. Und da so bin ich wieder dort. Ich bin dafür. Und ich werde auch dafür bleiben und meine Partei auch, dass wir den Hausarzt stärken. Wir brauchen minder niedergelassenen Ärzte, vor allem Hausärzte. Das wäre mehr als wichtig und ich glaube, das wäre auch ein Anspruch an die Zukunft, nicht nur an die ältere Generation, auch an die junge Generation. Wir wollen noch zusätzlich dafür, dass auch heute Ärzte anstellen dürfen. Warum? Man spricht ja immer, warum kommen Primärversorgungszentren? Weil Ambulanzen reden, warum, weshalb, weswegen das so ist. Aber die Zeit habe ich leider nicht. Ich sage Ihnen, eine Entlastung der Ambulanzen werden Sie nur dann zustande bringen, wenn auch die Hausärzte Ärzte anstellen dürfen. Warum? Weil natürlich durch die längeren Öffnungszeiten, die dann entstehen, ich sage jetzt von 8 bis 20, 21 Uhr, kann man einfach jeden Tag hingehen. Weil heute, wenn es zum Hausarzt geht, weiß ich oft nicht einmal, wann der Ordination hat. Entweder hat er von 9 bis 12 Uhr Mittag, von 14, so schaut es derzeit aus. Also oft sind ja Menschen angewiesen, eben in Ambulanzen zu gehen, weil ja kein Hausarzt mehr zur Verfügung steht, oft um 17, 18 oder um 19 Uhr. Genau das ist der Punkt, warum wir auch dagegen sind, Frau Stadträtin. Ein weiterer Punkt, Frau Stadträtin. Aktuell, auch heute in der Krone. Ich glaube, hier ist das Netz von Ihnen. Ja, das glaube ich nicht, weil vielleicht wissen Sie das nicht ganz genau. Es geht um das Pflegeheim Donat Pulmologie, wo ein schwerkranker Patient von einer Maus gebissen wurde. Ja, Frau Stadträtin, sehen Sie, und da sehe ich jetzt wieder, man lächelt darüber. Das ist ja eine Art und Weise. Aber ich möchte Ihnen schon eines klar machen. Wie irgendein Problem. Dort wurde ein schwerst kranker Patient von einer Maus gebissen, der... Was ist nicht gesichert? Sie haben Fotos, was heißt, es ist nicht gesichert? Seit Monaten, Frau Stadträtin, lassen Sie mich das erklären. Vielleicht wissen Sie es gar nicht. Im Frühjahr, dass Sie wissen nicht alles, dass... Ja, ich weiß, Sie wissen alles, das können wir nicht. Sie können alles, nur haben Sie von allen keine Ahnung. Das ist das Problem, das kenne ich. Aber ich sage Ihnen eines, Frau Stadträtin. Dieses Problem, dass Sie dort eine Mäuseplage haben, das haben wir ja nicht seit 14 Tagen oder 3 Wochen. Das wusste Ihre Direktion seit dem Frühjahr. Seit dem Frühjahr haben sich dort Verleger, sind in die Direktion gegangen, haben das vorschriftsmäßig gemeldet. Und was ist genau dort passiert? Man hat ja gesagt, bitte nicht drüber reden, sonst gibt es Probleme. Wenn wenigstens die Direktion dort den Kammerjäger oder Mausfallen oder ich weiß nicht was aufgestellt hätten, dann hätten wir ja sozusagen gehandelt. Aber das ist ja nicht passiert.
Jetzt hat es dort gegeben, wieder eine Mauer, sogar Türen sind dort angebissen worden, ja. Und wieder sogar bei, in der Direktion selber war eine Maus drin. Also der kann es nicht einmal anstreiben mehr, dass dort Mäuse vorkommen, ja. Und wenn man weiß, dass dort schwerstkranke Patienten sind, ja, die bei der kleinsten Infektion es oft zum Tode führen kann, dann frage ich mich schon, wo Ihre Verantwortung bleibt. Wenn Sie es gewusst, Sie haben ja gesagt, Sie wissen alles. Ja, wenn Sie alles gewusst haben, Frau Stadträtin, wenn Sie das gewusst haben, dann sage ich Ihnen, heute treten Sie zurück, heute noch, weil Sie sind nicht fähig, Ihr Amt auszuführen, Ihnen heute haben. Und nicht einfach... Na, bitte, na, was will das denn sagen? Na, so. Aber Frau Stadträtin, nicht Sie, was machen Sie oder Ihre Direktion dort? Verantwortungsvolle Pfleger, die ja schon einen Hilferuf gemacht haben, weil Sie ja nichts gehandelt haben, haben dort verantwortungsvoll gehandelt und haben das an die Öffentlichkeit gebracht. Und jetzt kommen die ganzen Herren und Damen zum Handfuß und werden suspendiert oder werden dort sogar hinausgeworfen, Frau Stadträtin. Das versteht niemand. Den einzigen, den sie dort rausschmeißen müssen, ist dort genau die Generaldirektion, weil die haben das gewusst. Und ich kann Ihnen heute eines sagen, Frau Stadträtin, wenn es nicht hier Konsequenzen gibt gegen die Direktion, dann werden wir hier eine Klage gegen die Direktion das ganze Haus einleiten. Das möchte ich Ihnen abschließend sagen. Weil so kommen wir die Herrschaft nicht davon, die das gewusst haben und nichts getan haben. Und von allen Schuld, wenn Sie es noch einmal, Frau Stadträtin, wenn Sie es gewusst haben, wie Sie eingangs gehabt haben, Sie wissen ja alles, Sie kennen alles, Sie wissen alles, dann treten Sie heute zurück. Bei Ihnen braucht auch niemand hier mehr. Als Nächste zu Wort gemeldet ist Frau Abgeordnete Magister Ramskogler. Ich erteile es ihr. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Damen und Herren auch auf der Galerie. Wir sind heute von der Freiheitlichen Partei aufgerufen zu einer Sondersitzung, zu einer Debatte hier im Rathaus. Und das ist die Debatte, die leider auch die Wahlen in Wien wirklich dominiert. Es ist ein Thema, dass bei der Freiheitlichen Partei an und für sich ja jedes Thema wie ein roter Faden durchzieht und auch bei diesen Wahlen jetzt ein Thema ist, wenn es darum geht, Menschen, Migranten, Flüchtlinge, Asylanten zu helfen oder ihnen soziale Leistungen zukommen zu lassen. Dieses Thema ist eines, das uns täglich in den Medien präsentiert wird. Man kann nicht darüber hinwegschauen. Ich sehe es selber in meinem Bekanntenkreis, aber auch im Wahlkampf auf der Straße, wo man immer wieder mit Menschen in Konfrontation tritt, in Kommunikation tritt, wenn es darum geht, dass es hier um Schicksale geht, überhaupt möglich sein kann, dass sie flüchten müssen. Das kann sich kaum wer vorstellen, glaube ich. Es kann sich zum Beispiel die Kinder in der zweiten Klasse bei uns in Otterkring in der Volksschule können sich ganz schwer vorstellen, dass man flüchten muss, können sich ganz schwer vorstellen, dass es andere Kinder gibt, die jetzt nicht mehr bei ihren Eltern sind oder dass es Krieg gibt in einer Stadt, in der sie gelebt haben, in der sie gewohnt haben, in der sie einfach ihr Leben verbracht haben und auch verbringen wollten. Und dann fragen mich diese Kinder unter anderem, jetzt bekommen wir ein syrisches Mädchen in die Klasse, sie ist 7 Jahre alt, sie hätte sonst in ihrer Heimatstadt in die Schule gehen können, sie geht jetzt in Otterkring in die Schule und sie kann kein Wort Deutsch. Und es ist kein Hindernis, dass dieses Mädchen nicht Deutsch spricht, sondern es sind die Kinder, die sagen, wir helfen dir. Es sind die Kinder, die sagen, wir wollen gemeinsam
langsam, dass es dir gut geht. Es sind die Kinder, die sagen und es in einer Sprache sagen, die man gemeinsam spricht, sondern hier geht es um Gefühl. Und ein Kind kann einem anderen Kind das Gefühl geben, du bist hier willkommen. Und sehr geehrte Damen und Herren der FPÖ, viele Wiener und Wienerinnen, viele Österreicher und Österreicherinnen geben den Menschen das Gefühl, dass sie hier willkommen sind. Nur sie, die Freiheitliche Partei, die Abgeordneten der Freiheitlichen Partei, sagen mehr oder weniger mit einem Gefühl, aber auch auf Deutsch, manchmal nicht so gutes Deutsch, wir wollen euch nicht. Das ist die FPÖ. Sie können das belächeln natürlich, ja? Weil Sie meinen, ihr hier zeichnen. Sie zeichnen hier ein Bild der Angst. Sie zeichnen hier ein Bild der Menschen, die zu wenig bekommen, die meinen, dass sie zu wenig bekommen. Das mag sein. Aber auch jene, die wirklich auch genug bekommen, weil das Sozialsystem in Wien ein System ist, das kaum jemanden vernachlässigt. Es mag schon sein, dass auch das Sozialsystem, und das möchte ich durchaus hier kritisch auch betrachten, immer wieder Fälle hat, und die kennen wir alle wahrscheinlich gut, die trotz Sozialsystem, egal ob das bei der Wohnungspolitik ist, egal ob das bei der Mindestsicherung ist, egal ob das auch bei den Studierenden oft ist. Wir haben das immer wieder gehabt, auch auf der Universität, dass es die Studiengebühren zwar gab, ja, also die Studienbeihilfen zwar gab, aber nicht alle auch wirklich richtig bekommen haben. Also auch hier ist es so, dass nicht alle zu dem Genuss kommen. Doch sehr, sehr viele, wie auch meine Kollegin Mörk schon ausgeführt hat, bekommen viele soziale Unterstützung, und das wissen die Leute. Nur meine Frage ist jetzt, wollen Sie? Sie wollen zum einen Grenzen um Österreich. Jetzt hat der Kollege Margolis vorhin sehr gut ausgeführt, was bedeutet denn das? Was bedeutet? Na, Zäune. Wie wollen Sie? Sie wollen es ein bisschen verstehen. Das ist die Grenzen, Zäune und Mauern errichten, wie es auch Ungarn macht. Ja, das hätten Sie gerne. Und dort wollen Sie, dass die flüchtenden Menschen, die hier nicht nur Männer sind, wie der Herr Kollege Seidel gesagt hat, das sind nur Männer. Nein, sehr geehrte Damen und Herren, das sind ganz, ganz viele Kinder, das sind ganz, ganz viele Frauen und das sind auch Männer, natürlich. Und daher sollen Sie einmal eine Antwort geben, eine Antwort darauf, wenn es darum geht, was wollen Sie? Was wollen Sie? Sie wollen einen Zaun mit Stacheln etc., wie es Orban hat, weil jetzt kann da keiner durch, das ist ganz wichtig. Der Herr Kollege Margolis hat es ja auch genannt. Was wollen Sie? Die Leute sollen nicht mit den Booten zu uns kommen. Was wollen Sie? Sollen die Leute ertrinken? Sollen die Leute erschossen werden? Wollen Sie, dass die hier eine Gewalt erfahren? Ist Ihnen das völlig wurscht? Das wollen Sie. Sie vertreten hier absolut das, dass die Menschen sterben sollen. Die Menschen sollen lieber tot sein. Wir brauchen sie nicht in Österreich. Wir wollen hier alleine sein und die Leute sollen sterben. Ja, so ist es. Ich kann Ihnen jetzt sagen, was wir hier in Wien, und das schon lange, das ist nämlich auch so etwas, irgendwie tun wir so, als würden wir jetzt ein Problem haben, was wir nicht schon mal gehabt haben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir erleben in Wien und in Österreich ganz besonders, dass jetzt viele Flüchtlinge nach Österreich kommen, bei uns so gut wie möglich versorgt werden, gut angenommen werden. Die, die da bleiben wollen, können einen Asylantrag stellen. Die, die durchreisen wollen, können durchreisen. Also so wie es sich auch gesetzlich richtig gehört, können die Menschen
wählen, was sie tun, wenn sie zu uns kommen. Nach ihrer Meinung nach sollen sie das nicht können, sondern man müsste sie mehr oder weniger dazu zwingen, und das macht der Kollege Orban, der das auch tut, man müsste sie dazu zwingen, dass sie vor dem Land stehen bleiben. Das ist das, was die FPÖ will. Wir machen andere Dinge. Wir machen eine Politik, die soziale Sicherheit bietet, die solidarisch ist, die für die Menschen da ist. Wir machen mit jeder gesetzlichen Grundlage, wir unterscheiden uns nur davon, dass die FPÖ nicht imstande ist, den Gesetzen zuzustimmen. Das ist der Unterschied. Sie haben sich dazu entschieden, jeder sozialen Grundlage aller Wiener und Wienerinnen entgegenzustimmen. Das ist Ihre widersprüchliche Haltung, die Sie haben und die Sie an den Tag legen. Also Sie sollten einmal schauen, was will ich als FPÖ ehrlich sein. Wir wollen keine Migranten in Österreich. Wir wollen keine fremden Menschen in Österreich. Was Sie vergessen dabei, wir haben schon ganz viele hier. Wir sind schon, die Wiener und Wienerinnen sind immer diese echten Österreicher, von denen Sie ständig reden, sondern wir alle sind eine solidarische Gemeinschaft, nämlich die Wiener und Wienerinnen. Und auch wenn Sie nicht Deutsch sprechen, wenn wir wollen, Sie sollen Deutsch sprechen, dann sind Sie dagegen, weil Sie jedes Programm nicht unterstützen. Jedes Mal haben wir diese Debatte hier mit Ihnen. Sie wissen einfach wirklich nur das eine. Und das wissen Sie ganz genau, Herr Gutenus. Sie wollen keine Asylanten, Sie wollen keine fremden Menschen, Sie wollen vor allem eines, Sie wollen Macht, und diese Macht, Herr Gutenus, diese Macht wollen Sie dazu verwenden, dass Sie eine ganz gewisse Menschenart haben. Ja. Und das haben wir schon mal gehabt. Das ist das, was mir persönlich Angst macht. Bei Ihnen muss ein Mensch leistungsfähig sein und seine Leistung erbringen. Weil Sie haben unter anderem auch gegen jedes Programm, wenn es um soziale Leistungen, zum Beispiel für Drogensüchtige geht, wenn es darum geht, dass wir Unterstützungen in allen anderen Bereichen, wo Menschen nicht so leistungsfähig sind, ja, das passt nicht in Ihr Menschenbild. Ein Mensch der FPÖ muss ein leistungsfähiger, deutschsprachiger Mensch sein. Das sind bei Ihnen Menschen, alle anderen sind keine Menschen bei Ihnen. Die sind nicht die, die Sie vertreten, sehr geehrte Damen und Herren. Genau, das gehört auch noch dazu. Ich möchte abschließend sagen, das ist das, was gefährlich, muss man auch sagen, manchmal auch annimmt, selbst ein Bild von sich zu zeichnen, wie es sehr viele Kollegen von Ihnen machen, ein Bild von sich zu zeichnen, das sehr narzisstisch ist, das mit ausgestattet ist, wo man glaubt, man ist selbst der Beste. Und das natürlich auch so ist, dass alles andere, und wenn es um Veränderung geht, und alles, was anders ist, was Schlechtes ist. Und dass man mit dieser Veränderung oft wirklich nicht zurande kommt. Wir haben es in Wien geschafft. Die letzten 20 Jahre haben wir es in Wien geschafft, mit kontinuierlicher Integrationspolitik, mit allen Schwierigkeiten, die es da gibt. Weil die Menschen haben mit Veränderungen immer Probleme. Und wir haben es geschafft, so gut im Bildungsbereich mit den Schülern und Schülerinnen etwas aufzubauen, dass man sich gegenseitig respektiert. Das tun sie nicht. Die FPÖ respektiert vielleicht die FPÖler gegenseitig, aber sicher niemand anderen. Wir haben es geschafft, dass wir in Wien eine Stimmung haben der Solidarität, der Freiheit, der Gerechtigkeit. Wir haben es in Wien geschafft, dass die Menschen auf der Straße sind und sagen,
Sie wollen ein Miteinander haben. Wir haben es geschafft, dass unter anderem die Kriminalitätsrate gesunken ist. Wir haben es geschafft, dass die Menschen miteinander reden und aufeinander zugehen. Und Sie sind dabei, die Freiheitliche Partei in Wien ist dabei, das alles kaputt zu machen. Sie sind diejenigen, die unter den Menschen Missgunst und Neid, gemeinen Hass, Rücksichtslosigkeit und Egoismus sehen. Und das ist wirklich eine Gefahr. Ich sehe das als Gefahr, weil es wirklich eine Katastrophe ist, Menschen zu hören, wenn sie das sagen, warum sie bei der öffentlichen Solidarität noch eine Rolle spielen sollen, weil sie geht es alles nichts an. Das ist FPÖ-Manier. Und Sie sind diejenigen, die das sehen in dieser Stadt. Und wir werden die sein, die das verteidigen, gemeinsam mit allen anderen Parteien, dass wir das nicht zulassen, so einen fremden Hass, so einen Hass gegenseitig unter den Menschen wieder hervorzukehren. Wir wollen den Frieden, wir wollen die Solidarität und die Gleichheit. Und das werden wir auch am 11. Oktober so machen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich werde mir in Bezug auf den Ausspruch, Sie wollen, dass die Menschen sterben, noch genau das Protokoll ansehen, ob das wirklich gegen die Personen hier gerichtet war, und werde dann nach Ansicht auch einen Ordnungsruf erteilen. Ich lasse mir das Protokoll auf jeden Fall kommen. Als nächster zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Magister Jung, und ich ersuche ihn um seine Wortmeldung. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin etwas verwundert, dass man sich da das Protokoll kommen lassen muss. An sich sollte ein Präsident wach über die Sitzung, auf die Sitzungsordnung achten und nicht Zweifel haben. Ja, es ist die Wahrheit. Es gibt auch schlafende Präsidenten. Da regen Sie sich auf. Und wenn wer Mord vorwirft, da ist nichts zu hören. Und wenn die Grünen durchdrehen, dann ist auch nichts von der SPÖ zu hören. Es gab keine wirkliche Sinn. Wo hat die Rednerin was gesagt, meine Damen und Herren? Herr Kollege Jung ist am Wort. Bitte. Meine Vorrednerin hat gesagt, die Menschen haben Angst vor Veränderungen. Da hat sie manchem recht, ich brauche da nur in die Reihen schauen. Sie alle zittern vor Angst vor der Veränderung, die in Wien kommt. Deswegen dieser ungezügelte Hass, der da hereinströmt. Deswegen diese Wortwahl der Kollegin Laschet und das Durchdrehen da auf der grünen Seite, meine Damen und Herren. Das ist die Wahrheit. Ich bringe Ihnen ein Beispiel für die Angst in Ihren Reihen. Es sind, ich glaube, 4 Wochen her, da gab es im 11. Bezirk eine Versammlung von Gewerkschaftern. Das habe ich von Roten Gewerkschaft und woher sonst. In dieser Versammlung wurde getrommelt zum letzten Aufgebot für Wien, und die Vorsitzende dort hat gesagt, es ist verheerend, wir müssen zusammenhalten, ziemlich genau sinngemäß das, wir müssen alles aufbieten, im Bezirk haben die Braunen schon die Mehrheit. Und dann hat sich was Interessantes ereignet. Da hat sich ein Gewerkschafter aus Oberösterreich gemeldet und hat gesagt, Frau Kollegin, Frau Genossin, hat er gesagt, oder sagen Sie nicht, Frau Genossin, so geht das nicht. Sie können nicht unsere eigenen Leute beschimpfen. Wir müssen versuchen, diese zurückzugewinnen. Das ist Ihr Problem und Sie wissen das. So, soweit, weil mehr sind Sie es nicht wert zu diesen Ausfällen unserer Vorredner. Kommen wir zu den Fakten zurück. Und das ist Ihr großes Problem. Sie arbeiten mit der Welle der Emotionen. Nur mit Emotionen lösen Sie keine Probleme. Und die Aufgabe des Politikers ist es, Probleme zu lösen. Das haben Sie nur in den Jahrzehnten Ihrer Macht vergessen, meine Damen und Herren. Das ist die Realität. Sie sind gekommen, um zu bleiben. Und dieser Zustand wird noch Jahre dauern. Alles andere ist Illusion, hat ein Vertreter von UNHCR vor circa 5 Wochen hier in Wien erklärt. Und da wehte damals noch ein Maillüfterl durch die Gegend. Denn wenn man damals von 300 Flüchtlingen pro Tag gesprochen hat, dann hat die Innenministerin noch gesagt, na, das ist eine Ausnahmezahl. Wir sind jetzt bei 12.000, 13.000 pro Tag. Und es wird
nicht aufhören. Alles andere ist eine Illusion. Soweit zur Seriosität Ihrer Grundlagen, mit denen unsere Politik arbeitet in Österreich. Der Kanzler hat noch gestern im Interview eine verkraftbare Höchstzahl zu nennen. Die Begründung von ihm war Feigheit. Er hat gesagt, ja, der deutsche Kanzler Vizekanzler Gabriel hat das gesagt, dafür würde geprügelt. Er ist zu feige, dem Bürger die Wahrheit zu sagen, weil er dann die entsprechende Antwort bekommen wird. Und die Bürger haben es längst begriffen, meine Damen und Herren. Mut und Mut zur Wahrheit, Frau Kollegin, kann man nicht kaufen. Wo ist der mutige Bürger? Wo stellt er sich da Rede? Warum soll er kommen? Weil er der Bürgermeister, der Landeshauptmann dieser Stadt ist. Weil er die Verantwortung für das Desaster trägt. Weil er die Verantwortung für ihre Misserfolge trägt, Frau Kollegin. Aber gerade Wahrheit ist Voraussetzung, um Lösungsansätze zu suchen. Nur, da müssten Sie eigentlich eingestehen, dass Sie bisher versagt haben. Nicht wir. Sie haben versagt. Sie sind seit 70 Jahren an der Regierung. Und Sie und diese Regierungskoalition ist verantwortlich für das, was über Österreich hereinbricht. Nur, wenn Sie das zugestehen müssten, würden Sie eben eingestehen, dass eigentlich es höchste Zeit ist zu sagen, jetzt nehmen wir den Hut und gehen. Aber es geht ja nicht um den Hut. Und das Gehen vor allem nicht. Es geht um den Machterhalt, es geht um die Sessel, um die letzten Plätze, um die Sie hier raufen. Und deswegen hier dieser Hass ausbricht, dieser unglaubliche Hass. Die Worte des Kollegen Margulis, ich war im Nationalrat, ich war im Europaparlament, im Europarat, in zwei Parlamentarierversammlungen. Aber so einen Auftritt, so einen erbärmlichen, jämmerlichen Auftritt, wie den von Ihnen, habe ich noch nie gehört. Das kann ich auch sagen. Das ist der Fall. Und es ist katastrophal, was hier läuft. Es ist katastrophal. Nehmen wir die Fakten. Im Frühjahr wurde maximal von 30.000 bis 40.000 Flüchtlingen gesprochen. Im Sommer waren es 85.000 als Höchstzahl und schon damals als Horrorzahl bezeichnet. Und jetzt sind wir bereits bei über 100.000, ja, meine Damen und Herren. 100.000, die hier bei uns bleiben werden, nicht die, die wir durchschlagen. Kommen Sie raus, wenn Sie reden wollen. Kommen Sie raus, da können Sie sich hier herausstellen und können Ihre Meinung nicht nur über 100 sind in diesem Jahr. Und die werden kommen. Und wir werden Probleme haben, sie zu verstehen. Die verstecken sich wieder hinter dem Tafel, wie sie es vorher gemacht haben, Herr Klubobmann. Für diese 100.000, der Herr Strache sitzt doch nicht da herin, also bitte schön, Sie leiden schon an Realitätsverlust, Herr Klubobmann. Aber das wird eh nicht mehr lang dauern. Für diese 100.000, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen einmal das Beispiel St. Pölten gebracht, das wir unterbringen müssen. Das letzte Mal habe ich von Graz gesprochen. Jetzt sind wir auf der Größe von Klagenfurt. 100.000 Menschen. Die Bundesregierung kalkuliert dafür allein für die Erbringung und Versorgung dieser Leute 1 bis 1,5 Milliarden heuer. Die Bundesregierung. Nächstes Jahr sind das dann, denn es wird nicht aufhören, 2 Milliarden, 3 Milliarden und so geht es weiter. Warum sagen Sie das den Menschen nicht? Warum sagen Sie uns nicht, wie Sie das lösen wollen? Weil Sie es nicht können, weil man unfähig ist, dieses Problem zu bewältigen. Mit der Vorgangsweise, die derzeit an den Tag gelegt wird, meine Damen und Herren. Und jetzt zu den Flüchtlingen und zu den Hochqualifizierten, die da dauernd kommen, alles Universitätsprofessoren und so weiter. Ein paar Beispiele, was so dauernd gesagt wird, was hier wird für Österreich ein Gewinn herausschauen. Fragen Sie die deutsche Sozialministerin, die Frau Nahles, die gesagt hat, höchstens 10% sind vermittelbar. Schauen Sie sich die deutschen Auswertungen an, die sagen, in den ersten 7 Jahren es dauert etwa 7 Jahre, bis die Mehrheit dieser Leute überhaupt auf einen Arbeitsplatz untergebracht wird. Das sind weitere 7 Jahre und so weiter, denn das hört ja nicht auf.
die hier finanziert werden müssen. Sie reden nur mit der Menschlichkeit, aber Sie sagen nicht, wie Sie es machen. Sagen Sie den Österreichern, dass sie das Geld wegnehmen müssen. Und sagen Sie, wem Sie es wegnehmen wollen. Den Ärmsten in Wien haben Sie es eh schon getan. Sie haben bereits den Heizkostenzuschuss gestrichen. Sagen Sie den Leuten, dass die Steuersenkung wahrscheinlich in den Rauchfang geschrieben wird werden müssen. Langsam weiß ich, wie die Megäre in der griechischen Mythologie beschrieben wird, Frau Kollegin. So, sagen Sie den Menschen, wem Sie es wegnehmen wollen, dass die Steuersenkung wahrscheinlich nicht durchgehen wird. Heute können Sie in den deutschen Zeitungen lesen. Und Deutschland steht wirtschaftlich um ein Eck besser da als wir, wie wir dauernd in den Zahlen hinunterfallen, mit der höchsten Arbeitslosigkeit seit Deutschland, das gut dasteht, überlegt man bereits die Rücknahme der Steuersenkung. Ja, jetzt trifft, Frau Kollegin. Na, gehört mal auf mit Ihrem Föhnwellenkanzler. Der braucht das Geld 21.000 Euro, damit er seine Schönheit verbessert und im Fernsehen auftritt. Das sind Ihre Methoden, meine Damen und Herren. Das sind Sie. Und jetzt komme ich auf die Beispiele derjenigen, die hier flüchten. Die Frau hier gebracht, einen jungen Mann, der geflüchtet ist, weil er nicht den Kriegsdienst in Syrien leisten wollte und weg wollte. Ja, zum Teufel nochmal frage ich mich, wer soll denn dort die IS bekämpfen? Österreichische Soldaten oder die Syrer, die ihre Heimat verteidigen wollen? Diese Leute brauchen wir nicht, meine Damen und Herren. Sondern, Frau Kollegin, wenn ich ein Österreicher bin, dann lasse ich nicht meine Familie zurück und erkläre, dass ich sie nachholen werde irgendwann, das muss übrigens auf die Zahlen aufrechnen, sondern dann flüchte ich mit meiner Familie. Mein Vater hat die Familie nicht zurückgelassen und den Jugoslawen ausgeliefert. Er hat sie mitgebracht bei einer schwierigen Flucht. Und viele, hunderttausende andere auch. Dort sind auch Frauen allein geflüchtet, weil die Männer in Kriegsgefangenschaft waren und nicht weiß der gelaufen sind. Das ist eine andere Situation, meine Damen und Herren. Wenn dann Leute kommen und befragen im deutschen Funk, schauen Sie im deutschen Fernsehen die Interviews mit Flüchtlingen an, dann kriegen Sie es zu hören. Da sagt er, ja, warum kommen Sie nach Deutschland? Ich habe gehört, in Deutschland hat jeder ein Haus. Das sind die wahnsinnigen und verrückten Vorstellungen, die da bestehen. Die Leute kommen oder ich gehe nach Deutschland, da werde ich studieren und dann werde ich mir einen Arbeitsplatz suchen. Sieben Jahre studieren und erhalten. Das alles kommt auf uns zu. Und Sie rechnen es nicht aus, weil Sie wissen, Bürgern auch, werden Sie nicht verhindern können. Er wird nur später kommen. Und wir erleben es ja. Und die Bürger sehen jeden Tag, dass unsere Rechtsordnung den Bach hinuntergeht, dass sie abstürzt. Die Frau Kollegin hat entsetzlich, haben Sie schon mal was von Schengen gehört? Wir haben sie nicht behandelt, wie es gesetzlich richtig ist. Wir hätten sie aufhalten müssen und registrieren, ob sie davon was die Slowenen vorher abmachen hätten müssen und die Ungarn. Das ist gesetzlich richtig. Aber sie pfeifen auf die Gesetze. Deswegen dieses Chaos. Und es wird unglaublich schwierig sein. Denn bei diesen Leuten wurden Begehrnisse geweckt. Die wollen nicht mehr in Dänemark bleiben. Das ist ein zu viel. Schauen Sie, wo die Grenzen aufgerichtet werden. Norwegen zu Schweden. Die Holländer überlegen zurzeit. Die Baltikumstaaten. Nur wir nehmen und nehmen und nehmen. Das ist es. Meine Damen und Herren, ja, und dann reden Sie, ja, wir werden in der EU, der Kanzler droht mit erhobenem Zeigefinger. Er weiß genau, dass keine dieser Sanktionen jemals eintreten wird. Weil da, die lachen ja nur über uns Österreicher, meine liebe Frau Kollegin. Schauen Sie, das kommt bei den Wienern, und mit dem Schmäh können es bei den Wienerinnen und Wienern keinen Riss mehr machen. Die Frau Kollegin Ramskogler hat vorhin ganz richtig das falsche Fehler gesagt. Und das ist eine Regierung. Sie toben sich aus mit Recht, weil hier aufgestaute Wut bei den Bürgern da ist. Und Sie wissen es. Fragen Sie mal Ihre Funktionäre, die von Wohnung zu Wohnung pilgern, was sie zu hören kriegen. Und ich kann sehen, was meine kriegen, mit größter Zufriedenheit. Und ich weiß es. Und die Umfragen sind nicht alle so herbeigeholt. Warum liegt denn die SPÖ bei 10% hinter der FPÖ auf Bundesebene. Ja, glauben Sie, das ist alles erfunden? Von Ihren Zeit werden Sie sehen und am 11. Oktober werden Sie es erleben. Bitte erleben. Das, wovor Sie jetzt noch die Augen schließen.
Und der Druck im Kessel bei uns in Österreich steigt. Und er wird auf beiden Seiten steigen. Den Wissen kann ich Ihnen sagen. Der Islam ist ein Teil von Deutschland, hat die Ursula, die Freundin neuerdings unseres Bundeskanzlers, gesagt. Es wird ein anderes Deutschland sein, haben wir von dort gehört. Ich sage Ihnen, ich will das auf Österreich nicht. Ich will kein anderes Österreich. Und das will auch die Mehrheit der Österreicherinnen bei uns nicht, das kann ich Ihnen sagen. Denn ausbaden wird das auch die Mehrheit ihrer ehemaligen Wähler. Wir Freiheitlichen werden jedenfalls alles tun, um das zu verhindern und den Schaden, den Sie hinterlassen nach 70 Jahren, möglichst zu minimieren. Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist somit geschlossen. Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die... Darf Sie bitten, den Raum zu verlassen? Ersuchen, die Tribüne zu verlassen, die Sitzung nicht zu stören. Die Kollegen und Kolleginnen darf ich wieder für den Abstimmungsvorgang ersuchen, die Plätze einzunehmen. Mir liegen drei Beschlussanträge der FPÖ-Landtagsabgeordneten Gudenus und weiterer Abgeordneten vor, Magister Gudenus. Der erste Antrag ist ein Beschlussantrag, in dem der Herr Landeshauptmann aufgefordert wird, in Verhandlungen mit dem Bund die Erhöhung der Kostensätze abzulehnen, die Leistungen des Landes Wien auf gesetzliche unumgänglich nötige zu reduzieren, Geldleistungen an Asylwerber durch Sachleistungen zu ersetzen und Sorge zu tragen, dass die Niederlassungsquote gemäß Niederlassungsverordnung der Bundesregierung nicht überschritten wird. Wer für diesen Antrag ist, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Für diesen Antrag sind die Abgeordneten der Freiheitlichen Partei, das ist somit die Minderheit, und der Antrag ist abgelehnt. Der zweite Antrag lautet, der Landtag möge beschließen, das zuständige amtsführende Mitglied der Landesregierung möge umgehend dem Landtag einen Gesetzentwurf zuleiten, dem zufolge Sozialleistungen ausschließlich an österreichische Staatsbürger, EU-Bürger sowie Personen mit einem positiven Asylbescheid zuerkannt werden. Wer für diesen Antrag ist, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Das sind die Abgeordneten der Freiheitlichen Partei und der ÖVP, Abgeordnete Dr. Aigner. Das ist die Minderheit und somit ist der Antrag abgelehnt. Der dritte Antrag ist ein Beschlussantrag bezüglich Abschaffung des Wiener Valorisierungsgesetzes. Wer für diesen Antrag ist, den ersuche ich um ein Zeichen mit der Hand. Die Abgeordneten der ÖVP, der unabhängige Abgeordnete Dr. Aigner und die Abgeordneten der ÖVP ist auch Minderheit und der Antrag ist abgelehnt. Bevor ich nun die Sitzung schließe, möchte ich mich ganz kurz als in Bezug auf den Vorsitz im Landtag, des Landtagspräsidenten, von Ihnen verabschieden. Es ist heute die letzte Sitzung voraussichtlich, in der ich auch den Vorsitz übernehmen durfte und möchte mich an dieser Stelle auch für das Vertrauen aller Kolleginnen und Kollegen bedanken. Seit 1920 haben 40 Personen den Vorsitz hier, die Präsidentschaft im Landtag geleitet und die erste Frau in dieser Funktion
war die Landtagspräsidentin Helene Pottitz, die von 1959 bis 1967 diese Funktion innehatte. Sie war so wie ich Sozialdemokratin und hat auf die Gefahr hin, ihr Leben zu verlieren, sich immer für Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte eingesetzt. Sie selbst war 4 Jahre im KZ Ravensbrück und wusste um die Sorgen und Nöte der Menschen und wusste, wie es ist, an Leib und Seele bedroht zu sein. Sie war für mich immer ein großes Vorbild, auch auf die Vorsitzführung. Und ich habe versucht, immer auf dem Boden der Verfassung und der Geschäftsordnung objektiv hier zu handhaben. Ich habe zunächst im Jahr 2009 die Funktion der zweiten Landtagspräsidentin angetreten, 2010 die der dritten. Und ich möchte mich an dieser Stelle für die große Unterstützung ganz, ganz herzlich bedanken. In Diskussionen gibt es immer verschiedene Meinungen und so wie heute auch an vielen anderen Tagen haben mir die Abgeordneten das Leben nicht immer sehr leicht gemacht, aber dazu sind wir auch nicht da. Und so wie heute besprochen, Probleme sind da, um gelöst zu werden. Und es wird sicherlich auch der Zeitpunkt dieser Tage mit Flüchtlingsströmen, die immer wieder Bewegungen, die sich immer in der Welt ergeben haben, später einmal historisch betrachtet werden. Und so denke ich, ist es unsere ganz, ganz große Aufgabe, so wie vor vielen, vielen Jahren den Menschen in und nach dem Krieg in Österreich geholfen wurde, auch jenen Menschen, die nun eine Heimat suchen, die Heimatvertriebene sind, ihnen Halt zu geben, Möglichkeit zu geben, ein neues Leben aufzubauen. Das muss nicht in Österreich sein, das kann auch woanders sein. Und wir können auch Ihnen ein Rüstzeug mitgeben, dass Sie vielleicht in einigen Jahren wieder die Möglichkeit haben, Ihre eigene Heimat aufzubauen, so wie wir es nach dem Krieg gemacht haben. Ich danke Ihnen allen für Ihr Vertrauen, das Sie mich gesetzt haben, für die gute Zusammenarbeit über alle Parteien hinweg. Und darf mich für heute verabschieden, werde am Mittwoch noch kurz im Gemeinderat die Möglichkeit haben, mich zu verabschieden. Für diese Legislaturperiode auch mit den Worten enden, wie nach jeder Landtagssitzung, Tagstunde und Tagesordnung der nächsten Sitzung werden Ihnen auf schriftlichen Wege bekannt gegeben. Und ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag. Alles Gute. Danke, danke für euch. Wir sehen uns schon mal. Bis dann.